Leid heute zum sonst dauert's nicht mehr recht lang. Auf all uns entscheiden Schieberer und dann graucht euch zum. Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und EOS. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen. Jetzt habe ich auf Play druckt. Ja passt. Ja, das heißt wir sind wieder mal auf Sendung. Ähm. Heute äh, eher sehr speziell mit, mit Experiment in vielerlei Hinsicht. Wir sind im Freien. Wir sitzen vor einer, vor einer Feuerschale. Ich schaue gerade, ob ich auf Play druckt habe oder auf Record habe ich gemacht, ja. Ähm, und haben ein Bier bekommen, sind sehr haben, glücklich. Haben wir ein Bier gekriegt. Ähm, arbeiten das erste Mal mit einem Wireless-Mikrofon. Also wenn der Podcast rausgeht und die Leute wirklich verstehen, worüber wir geredet haben, dann bin ich echt, echt glücklich. Jetzt müssen wir es halt wiederholen? Sonst <laughs> machen wir es noch einmal. <laughs> das hast du jetzt gesagt. Aber das nächste Mal komme ich mit dem Radl. Ja. Ähm, wir sind heute in Straßhof. Genau. Beim Thomas Weber. Ja. Grüß dich. Hallo, schön, dass du da seid. Danke für die Einladung. Vielen Dank ähm, fürs Bier. Ja, <laughs> ihr hört es eh schon. Ähm, wir sind äh, wieder zu zweit äh, mit der Bianca Blasel, a.k.a. Melanching-Gummistiefeln. Und ein Willi. Servus. Grüß dich. Ähm, Thomas, äh, du bist Journalist, kann man das so sagen? Ja, natürlich nicht nur, aber ja, vom, vom Selbstbild her auf jeden Fall. In meinem, in meinem Alltag äh, spielt nicht nur die journalistische Arbeit eine Rolle, sondern da geht es auch ums äh, Konzipieren und tatsächlich auch ums Verkaufen, also um auch ums Finanzieren von journalistischer Arbeit und von den Inhalten, die auch die Kolleginnen und Kollegen und viele Freelancer für uns schreiben, fotografieren. Sage mal ganz kurz, äh, was machst du? Äh, welche, für welches Medium schreibst du oder was, was, was ist deine Profession? Und, und, und erzähl uns mal ein bisschen, was, wer du bist. Naja, was mache ich? Ich mache das Biorama unter anderem. Und unter anderem heißt sowohl, dass ich nicht ausschließlich das Biorama mache, sondern andere Projekte auch verfolge. Und unter anderem heißt auch, dass natürlich ich das Biorama bei weitem nicht allein mache. Also dass wir da ein Team sind, eine Chefredakteurin, eine Kollegin, ein Geschäftsführer und diverse Kolleginnen und Kollegen und eben auch freiberufliche Menschen, die quasi ganz wesentlich zum Biorama beitragen. Das Biorama ist ein Medium für nachhaltigen Lebensstil. Das erscheint gedruckt online. Wir sind in den sozialen Netzwerken aktiv. Wir haben Veranstaltungen, wir machen, auch da bin ich äh, involviert, äh, die craft beer feste die es ähm, mhm, 2020 Corona-bedingt nicht gab, wie viele andere auch. Beim Bier, ja. ja. genau. Ein <laughs> Prost. Ähm, Prost! Ja, darüber hinaus haben wir bei uns im, im Medienhaus sind wir auf, auf anspruchsvolle Kommunikation, sage ich jetzt mal, spezialisiert. Wir machen Kinderbücher, wir machen teilweise auch Kundenmagazine. Ähm, ich schreibe, das hat jetzt nicht unmittelbar mit meiner, mit meiner Arbeit für Biorama zu tun. Ich habe auch in der Vergangenheit zwei Bücher geschrieben und gebe ähm, im Residenzverlag eine Buchreihe heraus, in der auch andere Leute Bücher publizieren. Und ja, das ist, ist, ist mal so im Wesentlichen, mhm. würde ich sagen. Ja, also wir sind ja auf dich quasi äh, aufmerksam worden auch über das äh, dieses dieses äh, Magazin Biorama. Mhm. Ihr, ihr schreibt viel über über ja du hast es gesagt nachhaltigen Lebensstil. Mhm. Äh, man kriegt sehr viel mit. Ihr schreibt sehr viel über 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 Lebensmittel etc. Deswegen äh, quasi jetzt warum wir äh, mit dir jetzt im Kontext von Bauer to the People äh, sprechen, mhm. äh, weil ja uns das Magazin einfach aufgefallen ist und uns auch einfach interessiert wie kommt man dazu dass man zum einen weil wir haben wir starten unsere Gespräche immer mit einem, so einem Ort Biografie mhm. wie die Menschen so so werden wie sie sind und Woher kommt dein Interesse für das Thema? Ich weiß jetzt nicht, Nachhaltigkeit und Lebensmittel. Äh, was ist äh, mit dir quasi als Kind passiert, dass du quasi <lacht> <lacht> in, ja. diese, in diese Richtung, äh, in diese Richtung, äh, du hättest ja was anderes auch wehren können. Warum, warum gerade das und was war dafür ein ausschlaggebend bei dir? Ja, das ist eine gute Frage. Also, Danke. Ähm, die, <laughs> ja, ich glaube nicht, dass man das irgendwie monokausal erklären könnte. Da hat wahrscheinlich viel zusammengespielt. Also was für mich sicher sehr, sehr prägend war, waren, war einfach das Aufwachsen am Waldrand. Mhm. Die, am Waldrand. Am Waldrand, ja. Okay. Also zwei Häuser weiter, nicht direkt am Waldrand, aber mittlerweile kann man dann immer durchgehen, wo meine Eltern wohnen. Aber früher war da Gstetten und die wildesten Eichen, die man sich vorstellen kann. Mhm. Also Adolf Strasshoff ist das, oder? Na, das oder ist ein bisschen weiter da, aber in der Gegend, ja, auch in in im Gegend. Auch in Machfeld. Ja. Also mhm. ich bin nach Jahren in, in Wien quasi wieder ins Machfeld zurückgekehrt. Und was auch sehr prägend war, waren natürlich irgendwie meine, meine vielen Jahre bei den Pfadfindern. Bei den Pfadfindern. Bei den okay. Pfadfindern, ja. ja. Also da einfach, die haben quasi ohnehin vorhandene Interessen und Leidenschaften, sage ich, nochmal. Verstärkt. Wir sitzen auch ja heute halt nicht zufällig hier am Feuer. Ähm, also, das. Ah. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ich war, war auch viele Jahre Pfadfinderbetreuer, also mit Jugendlichen und Kindern und habe das sehr genossen. Mhm. Und was wahrscheinlich für das natürlich aber am, am, am prägendsten war, was, um auf deine Frage zurückzukommen, war sicher die ähm, aus Sicht des Erwachsenen. Für ein Kind endlosen Sommer, die ich auf den Bauernhöfen meiner Onkels und Großmütter ah, verbracht okay. habe im Waldviertel. Oh. Also, der, also das Landwirte, äh, Landwirtinnen in deinem äh, erweiterten Familienkreis. Äh, äh, ja, ja. Hat, also meine Eltern stammen beide von einem Bauernhof. Sind, sind beide jeweils das eine Kind, das nicht am Hof geblieben ist? Schlau, schau. <laughs> Oje. Und, ähm, du warst der Jüngere, oder wie? Nein, nicht Na, nicht, die nicht, Eltern. nein, die Eltern. Ah, die Eltern? Nein, nein, also, die, die, also das ist, ja, hat, hat unterschiedliche Gründe, das, mhm. die kenne ich auch ehrlich gesagt gar nicht genau, äh, aber äh. Das, ähm, das war jedenfalls für mich wahnsinnig prägend. Also meine, meine Eltern, die mittlerweile beide in, in Pension sind, ja, du, da ist immer was los jetzt. Kinder, die vorbeifahren. Ich sag's einfach vielleicht dazu. Also, man hört im Hintergrund einfach das, was da so passiert. Das angenehme, leise im Hintergrund, das ist das Knastern, das Knistern, Knastern. Das Knistern der Feuerschale. Und hin und wieder fährt einmal ein Auto vorbei. Aber das ist halt so. Naja, und das, was man da gerade so gehört hat, war vom Nachbarbuben mein Plastik-John Deere. <laughs> Jawoll, willkommen im Machfeld. Ja. John Deere. So werden die Kinder im Machfeld. Jetzt, jetzt, glauben, jetzt glauben die Leute wieder, wir sind da in einem Bauerndorf. Wir sind da straßhof und weite Teile des Machfelds. Also das ist da auch teilweise natürlich noch sehr bäuerlich, aber der Teil, in dem ich wohne, ja. ist wahrscheinlich näher an L.E., und an den Vororten von L.E. als an einem Bauerndorf, realistischerweise. <laughs> ähm, ich, hab, ich bin ja tatsächlich auf das Gespräch heute vorbereitet oh Gott, und, oh und habe sogar versucht ähm, zu recherchieren und habe an die Gemeinde Strasshof ein Mail geschickt vor ein paar Tagen. Da merkt man, wir reden mit einem Journalisten. Ähm, <laughs> da wusste schon, ob es ähm, eigentlich in Strasshof noch Bauern gibt. Ja. Und ich habe leider keine Antwort bekommen. Ich bin gespannt. Ich kann die Info nachreichen, die ja. kann man dann Sehr ja posten gerne. oder so. Ja. Weil ich bin unsicher. Ich glaube tatsächlich, dass es, also ich würde zumindest keinen kennen. Die Fläche ist weitestgehend zersiedelt und verbaut. Ja. Also Strasshof ist sicher das ultimative So-Nicht-Beispiel für quasi Ortsplanung, ja. quasi Landschaftsverbrauch. Ja. Das wird hier in der Gegend ja auch gerade sehr massiv diskutiert, was so unterschiedliche Straßen angeht wieder. Die S8 polarisiert gerade sehr. Wurscht, das geht jetzt zu sehr ins Detail. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das, das wahrscheinlich Entscheidende waren wirklich die, die Sommer im Waldviertel. Ja, und das hat dich insofern geprägt, dass du sagst, okay, das ist a, dieses... Ja, was jetzt nicht, Landwirtschaft, Lebensmittel, äh, woher kommt dieser Zugang zur Nachhaltigkeit? Weil jetzt habe ich ja so ein bisschen rausgehört, die Landwirtschaft, die dich interessiert, die dich da ein bisschen geprägt hat, wo, wo ist dann die Nachhaltigkeit dazukommen? Die Nachhaltigkeit war das, was ich als Kind erlebt habe. Also das kann man jetzt sicher im Detail hinterfragen und es sind heute andere Standards. Ja. Mhm, also die, die Bauernhöfe, die ich da als Kind gelernt habe, das waren. Das war schon so, dass man von der Weidehaltung abgekommen ist. Also das waren wirklich, das waren jetzt keine hochspezialisierten Betriebe, sondern kleine Betriebe. Und damals vielleicht gar nicht so klein, aber aus heutiger Sicht wahnsinnig kleine Betriebe. Und die waren damals auf unterschiedlichen Standbeinen aufgestellt und so wie ich es rückwirkend sagen muss, sehr eigentlich nachhaltig, obwohl sich das sicher auch, dass, dass die Zeit war in, in meiner Kindheit, das waren im Wesentlichen die 80er Jahre. Mhm. Ja? Mhm. Da, da hat quasi vieles, was in der Landwirtschaft sich auch zum Negativen entwickelt hat, eigentlich mhm. in Österreich gerade erst begonnen. Ja. Ähm, aber und, und ganz viel davon, ich möchte das auch auf keinen Fall verklären. Also die Tiere damals waren alle in anbildende Haltung in, in kleinen, verhältnismäßig alten Stellen. Also das würde man heute. Ich meine, das findet man heute noch, so ist es nicht. Also es ist nicht so, dass es diese Form der Tierhaltung nicht mehr gibt, aber die wäre heute nicht mehr State of the Art. Deswegen will ich das auch auf keinen Fall verklären. Aber für mich war das wahnsinnig prägend. Und aus damaliger Sicht habe ich das alles sehr nachhaltig, wie ich heute sagen würde, empfunden und als sehr in Kreislaufläufen orientiert naturverbunden. Was waren das für Aspekte, die damals, die jetzt retrospektiv damals nachhaltig waren? Du gesagt hast, das waren gemischte Betriebe. Ja, das war einfach wirklich der Kreislaufgedanke. Und, und ähm, denn, äh, bei einem äh, sogar punktuell, also ein, einen, einen Betrieb gibt es noch, den hat mittlerweile mein Cousin übernommen im Nebenerwerb und biozertifiziert, hat aber schon lange keine Tiere mehr. Ähm, und den, der andere Betrieb, da ist alles verpachtet. Da gibt es auch den Onkel leider nicht mehr. Mhm. und ja, das sind, also quasi in, in Niederösterreich und in ganz Österreich sind halt einfach in, in, in dieser Zeit, seitdem ich dann quasi auch, ich, meine, ich habe mich auch ja, muss man sagen, sicher eineinhalb Jahrzehnte nicht mit Landwirtschaft beschäftigt. Genau, du wolltest dann fragen. Das ist, ja. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwie mich, mich mein ganzes Leben bewusst und aktiv begleitet hat, sondern da habe ich irgendwie tatsächlich eineinhalb Jahrzehnte wahrscheinlich oder vielleicht sogar länger wenig Interesse daran gehabt. Aber halt trotzdem. Landwirtschaft generell oder Nachhaltigkeit? Oder ist das, das ist, ich geprägt, wir reden ja gerade über die Jugend das, was dich ein naja. bisschen geprägt hat. Was hast du dann gemacht und wie bist du dann Journalist worden? Naja, ich meine, ich bin, ich bin in einem in einem Umfeld aufgewachsen und in einem Elternhaus, wo, also meine, meine Mutter hat jetzt auch noch einen einen Gemüsegarten, das ist einfach ein Traum, ja. Also und meine Mutter, die hat, also meine Eltern sind beide in Pension, waren beide Lehrer, die ähm, einen Vater unter anderem Biologie unterrichtet. Aha, aha. Ähm, also und, wir arbeiten, wir arbeiten die Dinge raus Das wäre ein Traum und die, gewesen und Vater <laughs> und die, als Biologielehrer. Ja, ja, ja. ja, war, war ja, schon ja, ordentlich genau. streng auch, ja. Aber ähm, na, ähm, und, 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 und die Mutter hat unter anderem äh, Kochen unterrichtet, also an einer, ich weiß gar nicht, wie man das heute nennt, einer Schule für besondere Bedürfnisse, glaube ich, heißt das mittlerweile. Mhm. PC, früher hieß das halt Sonderschule, der da unter anderem Hauswirtschaft und Kochen unterrichtet. Und ich bin einfach in einem Setting aufgewachsen, wo es immer ein großes Bewusstsein für unverarbeitete Produkte und äh, selbstgekochtes, hochwertige Zutaten, richtige Lebensmittel äh, Gab und das ist, war alles natürlich sicher prägend. Und, ähm, aber das, was mich dann, also ich wollte, glaube ich, bis ich ungefähr 14 war, wollte ich Tierarzt werden. Tierarzt? Ja. Ähm, glaube ich, wäre nach wie vor nicht verkehrt gewesen. Ähm, aber ich habe dann irgendwie, als ich quasi in das Alter kommen, kam, wo das dann wirklich. Äh, nicht, für, mehr, nicht mehr nur ein verklärter Beruf ist, ja. äh, sondern, sondern wo man sich beginnt, halt wirklich mit, damit auseinanderzusetzen, mhm. was man beruflich machen möchte. Vielleicht habe ich dann gesagt, okay, ich habe irgendwie keinen Bock, irgendwie in einem Massenschlachthof Fleisch beschaut zu machen oder eingewachsenen Meerschwein, also Meerschweinchen, die eingewachsenen <lacht> Zehennägel <lacht> zu stutzen oder so. Mhm. Und irgendwie, ich habe dann nur den, den Weg gesehen, okay, als Tierarzt bist du entweder in der Fleischindustrie. Ja. Oder beim äh, verhätschelten Heimtier. Mhm. Und irgendwie beides habe ich nicht als für mich äh, anstrebenswerten Weg geachtet. Wie alt warst du da? Ja, 16, 17. Okay. Mhm. Der Jetzt, hast du mhm. dir schon solche Gedanken gemacht? Ja, ich meine, ja, ja, eigentlich schon, sicher. Spannend. Also, ich persönlich habe viel später mit Nachdenken angefangen. Aber, ja. das, 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 waren, das waren ja auch immer nur so glanzlich. Da, ja, ja. da gab es schon immer wieder Aussätze auch. Ja. Aber, nein, aber dann, dann habe ich noch zu Schulzeiten, und das ist quasi schon eine ganz wesentliche Entscheidung auch gewesen, begonnen, am Gymnasium in Gänsendorf die Schülerzeitung zu machen. Und Aha, okay. ähm, das Wie war halt. Doch, ja, ich möchte oder hast nein, nein, du nicht, oder? Nein, nein, gar nicht. Nein, nein, gar nicht. Da gab da bin ich eigentlich reingestolpert. Also, du hast ähm, nicht den Redakteur gestürzt oder sowas. Nein, nein, gar nicht. <laughs> das, ist, ähm, das war eher so, dass, ähm, dass es eine, eine Schülerzeitung gab und wirklich, die war auch sehr, sehr erfolgreich. Und im äh, Maturajahr jahr hat der Chefredakteur damals gesagt: So, er braucht jemanden, an den er das übergeben kann. Und dann gab es einen, einen guten Freund von mir, der auch mit mir in der Klasse war, der das dann als, ich weiß gar nicht mehr, welche Rollen wir da jeweils gehabt haben, wurscht, wir haben, das in, wir haben, halt die, wir haben Chef, zwei Jahre die Arbeit Chef. gemacht. Ja, ja. Ja. Und, ähm, und ähm, da war es so, dass der mich gefragt hat, weil er das nicht allein machen wollte. Und dann habe ich gesagt, naja, warum nicht, probieren wir das halt einmal. Also er hat den Job quasi bekommen und du... Nein, er hat, er hat schon, er hat halt jemanden gesucht, ja, ja, der das ja. mitmacht und ich habe gesagt, okay, passt. Ja. Und dann haben wir das halt gemeinsam gemacht und mich haben damals eigentlich vor allem Interviews mit Musikerinnen und Musikerinnen interessiert und im Wesentlichen das, was ich dann auch viele Jahre gemacht habe, halt irgendwie so Popkultur und Kulturjournalismus. Aber aber war was damals aufgelegt dass, dass 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 du gefragt wirst hat man dann irgendwelche gewusst oder oh, webt der 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 schreibt gern der, der kann das? oder war das eher Zufall damals dass du in diese Richtung gestolpert bist oder weil schon Na, so ein ja, bisschen ja interessiert hat mich das schon also ja. habe halt gern gelesen und glaube ich schon ganz gern geschrieben auch wenn das jetzt äh, sicher nicht mein äh, vordergründigstes Interesse war mhm. aber das hat sich dann alles recht rasch ergeben ich habe dann noch im gymnasium habe ich in der in der niederösterreichischen Nachrichten so eine Jugendseite gemacht mit einem mhm. anderen Freund gemeinsam und auch noch zu, ich meine, das, ist, das klingt ja alles, als wäre es quasi im, weiß ich nicht im Mesozoikum gewesen. Im Was? Im Mesozoikum, wurscht, lang her. Lang her ja. <laughs> und ähm, und äh, ja. Und ja, da hat halt irgendwie dann das eine das andere ergeben. Und so bin ich dann halt irgendwann ähm, beim, was man im weitesten Sinne halt Kulturjournalismus nennen kann. Hängen blieben. Und auch wenn das, also quasi, ich habe ja viele Jahre ähm, das Magazin The Gap, ähm, also Magazin für Popkultur als Herausgeber auch ähm, geleitet und, und repräsentiert und halt auch ein Team vertreten, dann natürlich. Also man mhm. muss schon dazu immer sagen, das sind alles Dinge, die man natürlich nicht allein macht. Also das war bei der bei der Schülerzeitung schon arbeitsteilig und so ist es quasi jedes Mal. Also diese Dinge würden alle nicht gehen in dieser Intensität, in dieser Qualität, wenn man das alleine macht. das ist Da wird man vielleicht auch manchmal zu Unrecht nur so als, als einzelne Person wahrgenommen, aber ähm, es ist halt wahrscheinlich auch einfach die Rolle und Funktion, wenn man dann herausgeht. Aber im Wesentlichen habe ich eigentlich schon zu Schülerzeitungszeiten das gemacht, was ich jetzt auch mache, und da war ich halt 15 oder 16, ich weiß es gar nicht genau. Mit dem nämlich, ersten Engagement quasi. Ja, nämlich quasi schreiben und das gleichzeitig auch selbst finanzieren, weil das haben wir ja auch gemacht. Mhm. Also, ich habe quasi. Finanzierung, sehr spannend, die, Thema, ja. die, die Anzeigen für die Schülerzeitung ja auch verkauft, ja. Also, ähm, und im. im Grunde hat sich so gesehen eigentlich gar nicht viel verändert. Und ehrlicherweise, das ist jetzt für manche vielleicht nicht so, so äh, sch, oberflächlich, nicht so, so leicht nachzuvollziehen, dieser Weg vom, vom, quasi von der Kultur und der Popkultur hin zu diesem Bereich der Nachhaltigkeit und des nachhaltigen Lebensstils. Aber für mich ist beides nach wie vor Kulturjournalismus. Also ich sehe mich auch jetzt als Kulturjournalist. Nur schreibe ich über andere Dinge. Aber mir geht es da um kulturelle Zugänge, um kulturelle Grundhaltungen und auch um, um einen Anspruch, auch vielleicht sogar sowas wie äh, zu vermitteln. Jetzt nicht in einem äh, missionarischen Sinn, aber wenn man über ein äh, Theaterstück oder über ein Album oder über ein Buch schreibt, dann, dann hat man ja auch eine Bestrebung, dass andere Leute sich auch damit auseinandersetzen. Mhm. Und, und im, im Grunde fühle ich mich jetzt genauso als Kulturjournalist, wie ich mich das vor zehn oder 15 Jahren gefühlt habe. Nur ist mein Fokus ein anderer. Mhm. Du hast jetzt angesprochen, dass es, dass du das machst im Prinzip, um andere Menschen mit, mit einem Thema, das dir auch wichtig ist, zu erreichen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, aber nicht nur um Dinge, die mir wichtig sind, sondern auch, also das das ist auch von einem ganz offen gesprochen auch von einem großen Eigeninteresse der Befriedigung der Neugier ausgetrieben. Mhm. Also das ist deswegen, deswegen wird man ja auch in, in, in diesem Job mir, mir war gefühlt noch keinen Tag langweilig weil natürlich ist, es gibt so diesen alten Spruch Journalismus ist die Kunst der Wiederholung das ist natürlich klar das gehört auch dazu also wenn es darum geht was was die Leute wissen wollen dann müsste man quasi in jeder Ausgabe jetzt überspitzt formuliert erklären was sind die unterschiedlichen Bio-Siegel was ist Fairtrade. Trade und also quasi die Basics die muss man halt immer wieder das sind dem, die kommen über, immer wieder, über die oder? Bande mitspielen mm -hmm, ja mm -hmm. und da, da da muss man sich halt selbst dafür begeistern können aber ich bin wahnsinnig begeisterungsfähig und und sehr neugierig. Also ich habe eine, eine Liste von, glaube ich, 50 Themen, wo ich weiß, dass ich zu jedem dieser Themen mindestens eine Woche recherchieren könnte. Und was sind das für Themen? Hey. Alle 50, bitte. Ganz, <laughs> Na nein, nein, ganz quer durch. Also das, das geht von... Ähm, wo fange ich jetzt an? Oh, in der Mitte. also Bei dem Wichtigsten. Nämlich... Mich, mich interessieren Themen des so also alles, was irgendwie Biodiversität angeht, interessiert mich sehr. Sowohl auf der auf der Ebene der Kultur, in dem Fall der Agrikultur, was Saatgut angeht, was Genetik angeht, da würde ich mich gern rein vertiefen. Da gibt es wahnsinnig viele spannende Zugänge von, von der. Also ich würde zum Beispiel wahnsinnig gern mal recherchieren zur zur Zuchthornloser Genetik berindern. Mhm. Das ist, äh, das klingt jetzt wahnsinnig nerdig und äh, ja, abgespaced, ab aber, <laughs> aber aber ich glaube, dass das Themen sind, die man wahnsinnig gut auch so erzählen kann, dass sie auch für einen durchschnittlichen Interessierten Laien lesenswert und interessant sind. Ja, über das also, Thema haben wir letztens im letzten Podcast sogar geredet. Ne? Ja, ja, also das sind, das ist ein Thema. Auf der anderen Ebene äh, interessiert mich sehr, so quasi so dieser ähm, dieser Zugang der zurückkehrenden großen Beutegreifer, also das, äh, Wo, der Wolf begleitet mich, glaube ich, mittlerweile als Thema sicher sieben, sechs, sieben, acht Jahre. Und da werden weil, wir dann einen eigenen Podcast darüber ja, machen. Ja, nein, Herr einfach Weber. weil es das war ja total absehbar, dass, dass der zurückkommt. Also, das ist ja wirklich ein großes Versäumnis der Politik. Ähm, aber mittlerweile tut sich da endlich was. Ähm, und also das interessiert mich, das ist mich interessiert Jagd wahnsinnig. Also da das sind, das ist auch ein Themenbereich, über den ich immer wieder schreibe und da sehe ich mich jetzt auch als jemand, der da kritisch zwischen den Welten vermittelt, weil die, die, ich finde nicht nur viele der Praktiken an, an, und Gepflogenheiten der heutigen Jagd durchaus hinterfragenswert und würdig, mhm. sondern auch viele der Dämlichen Vorurteile, die es halt gegenüber Jagd gibt. Das ist, also ich, 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 ich habe da irgendwie kritische Punkte immer in, in, in beide Richtungen und, und das ist auch so eine, eine Rolle, in der ich mich sehe. Ich sehe mich irgendwie nie da. Ähm, sondern immer zwischen den Stühlen, ja. Also, das ist jetzt, wenn, wenn wir da sitzen, da in der, in der in der Pampa oder eben nicht in der Pampa, eigentlich ist das, ich meine, ich habe früher eine Zeit lang im, im 14. Bezirk von Wien gewohnt, das also im 14. Bezirk ist gar nicht so anders, aber es ist auch so Suburbia durch und durch. Und dass das da jetzt da, das ist doch auch, das ist so ein Zwischending. Das ist irgendwie nicht Stadt und nicht Land. Mhm. Und das ist irgendwie eigentlich so, bin ich schon drauf gekommen, das, wo ich mich wohlfühle, so irgendwie dazwischen. Mhm. Und das war ich, weil immer, also egal wo ich war, ich habe mich immer, immer wohl gefühlt, immer gute Gesprächsbasis gehabt zu allen. Aber ich äh, bin auch durchaus froh, äh, nie so ganz dort zu sein. Wollte ich dich glaub, nie ganz das, festlegen, oder? Und, und, nein, das, mein <laughs> das meine ich das gar Thema, nicht, sondern, sondern ich glaube, dass das eine eine gewisse Grunddistanz ähm, wahren hilft, die für Journalismus sehr hilfreich und notwendig ist und die wahrscheinlich gerade besonders für Journalismus in Österreich notwendig ist, weil auch wenn sich da, glaube ich, schon jetzt selbst in der verhältnismäßig kurzen Zeit, die ich überblicken kann, viel zum Positiven verändert hat, ja. ist der Verhaberungsgrad schon noch sehr groß zwischen den klassischen journalistischen Gatekeepern, die halt Informationen aufbereiten und äh, den politischen Repräsentantinnen und Repräsentanten. Aber wurscht, das wäre ein anderes Thema. Es, ist, äh, <laughs> das, naja. es gibt jedenfalls ganz viele Bereiche, die, die mich, in die ich mich reinnörden könnte ohne Ende. Mhm. Also ich finde zum Beispiel wahnsinnig spannend und damit beschäftige ich mich gerade nebenher ein bisschen auch ähm, im Kerei und quasi auch ganz bewusst die Hobby-Imkerei. Da, dazu lese ich recht viel. Also ich bin da selbst ähm, ganz am Anfang mit den Bienen. Aber, aber ich frage mich die ganze Zeit, wie das, wie das sein kann, dass ähm, in der quasi kommerziellen Bienenhaltung und in der Imkerei quasi die, die Tiere an Varroa Sterben, unter anderem an Varroa und am, am, am Schädlingsdruck, ähm, also an dieser Milbe. Man mhm. weiß ja nicht, wer dazuhört, ob die Leute das alles nachvollziehen können, aber das sind halt so meine Gedanken dazu, yeah. ob, ob, das, ob das wieder sein kann, dass äh, ein Bienenvolk an der Varroa mir, Milbe stirbt, wenn es der Imker oder die Imkerin nicht behandelt, mit einer doch überraschend großen Wahrscheinlichkeit dasselbe ähm, Bienenvolk, wenn es denn schwärmt, also wenn quasi, ich meine, letztendlich ist das ja ein Klon das Bienenvolk. Also wenn quasi die die alte Königin ausschwärmt, also die, die Königin, die sterben würde, wenn man sie nicht behandelt in einem in, in der kulturellen oder in der, in der in der Imkerei, kann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit irgendwo im Wald überleben. Da meine Überlegung ist und da, da habe ich noch keine Antwort dazu gefunden. Da muss irgendwas bei der Haltung eigentlich nicht passen. Und das sind so Themen, die mich halt beschäftigen und wo ich viel drüber lese und versuche, viel mit Leuten drüber zu reden und ähm, habe da auch ein, ein recht spannendes äh, Buch gerade vom vom Torben Schiffer für die, das interessieren. Ähm, äh, die interessieren. Das kann man ist glaube ich im Ulmer Verlag erschienen. Der beschäftigt sich extrem kritisch damit. Ähm, das ist für mich als als nicht Bienenforscher ehrlich hart zu lesen und sehr anstrengend. Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, Aber aber ich weiß auch nicht, noch nicht zu welchen Schlüssen ich da kommen werde. Ich glaube, dass vieles von dem, was er vorschlägt, also der ist da sehr radikal in quasi so, fast so Baumbeuten. Ich glaube, dass das nicht möglich wäre, so kommerziell Honig herzustellen. Aber, aber, was, was dann für mich zum Beispiel die Frage ist, ob nicht quasi, ich meine, die, die wenigsten Leute, die, Ina, die Bienen haben, machen das kommerziell. Ob dann nicht zumindest die Hobbyhaltung eigentlich andere Standards anlegen sollte. Mhm, also, weil jemand, der im Garten drei Händeln hat, hat jetzt auch nicht eine Legebatterie, jetzt im <laughs> übertrieben formuliert, ja. Ja, ich finde es ich ganz spannend. Du suchst nach Antworten. Was mir jetzt bei dir interessieren würde, woher kommen deine Fragen? Woher kommt diese, diese, diese Neugierde, die dich offensichtlich immer wieder, <laughs> immer wieder antreibt? Ja, das aus ist, Gesprächen ist, das ist, und aus ja. Lektüre. War das immer schon in dir drinnen dieses dieses äh, nachfragen, schauen, recherchieren oder oder Dinge hinterfragen oder weiß das ich erst, nicht, das weiß nicht, weiß ich nicht, über das habe ich nicht nachgedacht ehrlich gesagt, aber mhm. aber der Vorteil ist, dass man als Journalist halt das große Privileg hat, mhm. dass man deppert fragen darf und, <laughs> und dass es sogar von einem erwartet wird. Also, ähm, also es liegt dir. Als Journalist passt einfach zu dir oder wie? Deppert fragen können wir aber auch. Ja. Ja, eh, macht, macht uns das ja, jetzt eh schon zu Journalisten. Das. das ist die Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Bianca, die Grenzen die <laughs> die also, sind fließend, das ist gut, oder? Das ist gut, ja. Aber apropos Journalismus, du hast jetzt vorher was äh, angesprochen, was bei mir was ausgelöst hat, und zwar die, die Journalisten quasi als Gatekeeper. Und deshalb wollte ich dich fragen, was, was ist für dich Journalismus und was soll Journalismus können oder was soll ein Journalist sein? Was ist seine Aufgabe in unserer Gesellschaft? Deine Aufgabe. Ich... Äh... Antworte jetzt bewusst etwas ausweichend, weil das so eine wahnsinnig große Frage ist. Mhm. Aber ich möchte auf was antworten, weil es einen Bereich gibt oder so eine so eine Platitüdenhafte, dumme Aussage, die dauernd auftaucht und die auch so als Meme immer wieder kehrt mhm. auf Instagram, Twitter, Facebook und sonst wo. So dieses Journalismus ist immer nur das, wenn irgendjemand ein Interesse hat, dass das, was da kommuniziert wird, eigentlich nicht veröffentlicht werden sollte. Das ist, finde ich, eine total verengte Sichtweise auf Journalismus. Also quasi so, alles, was nicht irgendjemandem wehtut, ist kein Journalismus. Dieser Vorwurf steckt ja da letztendlich drinnen. Mhm. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Ich verstehe total, was dieser, 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 dieser Aussage zugrunde liegt, nämlich quasi so dieses. Wissen um die Notwendigkeit von investigativem Journalismus. Das ist mir vollkommen klar. Aber das ist ja nicht, es ist ja nicht Journalismus automatisch und ausschließlich investigativer Journalismus. Äh, klar, wenn es darum geht, irgendeinen, um Skandale aufzudecken oder irgendwie unlautere Machenschaften und kriminelle Aktivitäten bloßzulegen, natürlich wird dann jemand kein Interesse daran haben, dass das, dass das ans Licht kommt. Aber meine, meine Aufgabe und meine Rolle als, als Journalist sehe ich schon, Darin quasi meine Leserinnen und Leser, in dem Fall halt halt hier sind es jetzt heute unsere Hörerinnen, sage ich jetzt mal, ja, also ähm, denen neue Fragestellungen und vielleicht auch Antworten ähm, zu unterbreiten und, und da nicht so sehr zu vereinfachen, dass es irgendwie eigentlich fast unzulässig ist, was weil es, weil es irgendwie verstümmelt und, und populistisch verzerrt oder vereinfacht. Mhm. Also es geht schon ums, ums Fragen, ums Antworten finden. Und das, was mich besonders reizt, ist halt quasi so dieses ein bisschen interdisziplinäre... Ähm, Den, den, den einen Standpunkt aus, einer, aus einem Bereich auf den anderen umlegen. Mhm. Ähm, ein Perspektivenwechsel im Endeffekt. Wir ja, aber der Perspektivenwechsel ja. auch so, dass, dass einfach das einfach das hinterfragen und ja, ich meine, ich habe schon eine, eine, gewisse, eine gewisse Lust an der Provokation, habe ich schon auch, aber jetzt glaube ich schon nicht um ihrer selbst willen, sondern einfach, das ist halt, also man kann schon einfach auch Fragen stellen, die wehtun, weil. Gerade bei den Themen, von denen wir sprechen, haben halt einfach ganz viele wahnsinnig romantische, weich gezeichnete Vorstellungen und das ist halt auch spannend. Aber ich meine, ich weiß nicht, deine Frage war so wahnsinnig groß. Ne, naja, das, äh, das, das stimmt schon. Aber du, du hast dein, deine Rolle in dem Ganzen hat mich sehr interessiert und du hast jetzt auch was angesprochen, was, was uns sehr viel beschäftigt und zwar wenn wenn man weggeht von diesem Polarisieren und vielleicht diesem Investigativen und diesem äh, Sensationsgeilen, nenne ich das jetzt mal. Ähm, wie schaffst du es mit Themen wie, wie Nachhaltigkeit, Landwirtschaft, Menschen zu hm. erreichen? Hm. In, naja, indem es nie um das geht, es geht immer um die Geschichte und, oder um die Frage oder um die Antwort. Also ich, ich will auch kein, kein Buch lesen oder kein Magazin, wo drauf steht Landwirtschaft oder Agrar. Jawohl, genau, nein, nein, darauf wollte nein, ich nein, Das interessiert ja keinen Menschen, ja. Aber ich will auch keine, also, ich will auch kein, keine, weiß nicht, ich nicht, ich klicke nichts an, wo steht Wirtschaft. Hm. Ähm, wenn da steht, äh, weiß ich nicht, wie XYZ irgendein Problem gelöst hat, äh, und wenn, dann kann mich das neugierig machen, ja. Also, so irgendwie Geschichten, Zugänge, Themen, aber nicht, äh, aber nicht äh, Landwirtschaft. Also und wie wie verpackst du jetzt diese Dinge oder wie 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 reichst du damit die Menschen oder ihr als Biorama? Ja, das ist unterschiedlich und das ist das gelingt ja auch nicht immer. Also man braucht sich da nichts vormachen. Man erreicht ja nicht mit jeder mit jeder Geschichte die Menschen. Und mitunter gibt Stories, wo man sich denkt, die 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 hat man nur für sich selbst gemacht und da hat man sich quasi den Luxus eines nerdigen Exkurses oder Interviews geleistet und das wird dann plötzlich gelesen. Also, so Fälle gab es immer wieder. Also, ich meine, das ist mittlerweile Jahre her, aber wir haben auf Biorama, auf der Website habe ich mal vor Jahren ein Interview geführt mit einer haselmaus forscherin Geil. Und tolle Frau und irgendwie sehr, sehr engagiert und da die Story ging viral. Ein, ich glaube, weiß ich nicht, 20.000 oder 25.000 Zeichen langes Interview über die Haselmaus. Die, die wurde in diversen Gartenforen geteilt und sonst was. Also das, und woran liegt es? Ne, da, da hat einfach alles passt. Das, das war ein informatives in Interview. Das Tier ist süß. Die Haselmaus ist süß. Also mhm. Da kann man mhm. sagen, was man will. Das heißt, es erfüllt auch quasi klassisch so diese Kindchenschema-Kriterien. Sie ist bedroht. Und du kannst selbst was dagegen tun, weil auch darum ging es. Also quasi das hat einen Mitmachaspekt. Das hat irgendwie auf, auf dieser Klaviatur der, der, der Call to Actions, wenn man so will, hat das halt irgendwie äh, funktioniert. Aber gleichzeitig habe ich mal mit einem, mit einem Kollegen ein, ein Interview geführt mit jemandem über Herdenschutzhunde, wirklich auch vor vielen Jahren mittlerweile, ähm, das, wo wir dachten, okay, das ist... Das interessiert aus, aus damaliger Sicht, haben wir gedacht, okay, das interessiert uns und vielleicht zehn andere Hanseln. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn man das, wenn man da schon ein Interview führt, dann stellen wir dem halt nicht nur vier Fragen, sondern machen wir halt gleich 15. Weil, wenn schon, dann gescheit. Mhm. Und das war dann halt so, das wurde dann ins Englische übersetzt und, und so wurden dann, wurden dann über, über Herdenschutz im, in den USA diskutiert. Also in, in Foren, ja. Also so das, aber auch da, wenn auch man da, da braucht man sich vormachen, das waren ja jetzt keine Mainstream-Zugänge. Die Haselmaus vielleicht schon für eine kurze Zeit, aber das ist auch nicht einfach so wiederholbar, weil die, die Haselmaus ist halt das eine äh, schöne Tier für die Libelle. Wenn sie denn äh, bedroht wäre, irgendeine besondere Libelle würde das wahrscheinlich nicht funktionieren, um das bewusst umzulegen. Mhm. Und ich glaube, das Entscheidende ist die Geschichte. Und da muss halt alles passen. Da müssen die Bilder passen. Da muss der Zeitpunkt der richtige sein. Also bis zur Tageszeit, bis zur Jahreszeit ja aber so die die eine Antwort glaube ich, gibt es da nicht. Aber ja. Das heißt, du könntest diesen Artikel jetzt nicht, du hast jetzt nicht die, im Besitz der Zauberform, kannst dann sagen, okay, ich bin das Medienprofi, ich weiß, wie es geht. Äh, ich kann jetzt diesen Artikel wiederholen mit der, mit der Fledermaus zum Beispiel. Und dann wüsstest du schon, was zu tun wäre, um diesen Artikel jetzt ähnlich erfolgreich zu machen wie den mit der Haselmaus. Nein, also diese Formel hm. gibt es auch nicht, außer, hm. man, außer man arbeitet ganz schematisch, äh, wie das schon viele tun, wie das auch teilweise durchaus. Äh, Seriöse Medien auch tun, die halt dann so formelhaft Artikel produzieren, aber das interessiert mich nicht wirklich. Das Entscheidende oder das Interessante ist ja schon, dass man eine These hat und die, da ist es wichtig, dass man unter Kollegen und Kolleginnen auch spricht und mit vielen anderen Leuten mhm. sich unterhält, mhm. ist schon das Herausfinden, so was ist eigentlich die Geschichte. Und dass man dann quasi mit einer These rangeht und dann darf man halt nicht äh, verblendet sein und wenn sich die, die These als falsch herausstellt, dann muss man halt offen sein und sagen, nein, das ist eigentlich anders. Mhm. Also oder man beginnt mit einer These und es, es kommt was ganz was anderes raus bei der Recherche. Mhm. So was kann einfach passieren. Ja, ja. Um, im Möchte vielleicht dazwischen ein bisschen was reinschauen. Ähm, diese Sachen, die du erklärst, jetzt quasi aus deiner täglichen Praxis, äh, das ist vielleicht ja auch interessant äh, für, für äh, Landwirtinnen und Landwirte. Ähm, so diese Einblicke in wie, wie funktioniert Journalismus, wie erreicht man auch äh, Menschen, weil wir mitbekommen haben, dass gerade in der Landwirtschaft äh, gewisser Bedarf auch da ist an äh, Know-how, wie man kommuniziert, wie man seinen sein Betrieb, seinen sein Bereich, in dem man drinnen ist, wie man da auch an den Menschen ein bisschen rankommt. Das heißt, alles, was wir da heute äh, diskutieren, ist vielleicht für die andere Seite wieder äh, ein bisschen also, äh, äh, ein Know-how-Transfer, ein Wissenstransfer hin. Wie könnte ich selber wieder äh, äh, ein bisschen kommunizieren? Das wollte ich jetzt nur zwischendrin rein äh, reinwerfen. Äh, welche, welche Menschen äh, erreicht ihr aktuell äh, mit äh, Biorama? Mit, um, mit welchen Themen? Nein, das ist ganz unterschiedlich. Das hängt zum Beispiel allein schon, oder variiert das je nachdem, wo man sagt, wen erreicht man online und wen erreicht man ähm, über die gedruckte Ausgabe, wen erreicht man mit festen. Das, was, äh, was man generalisieren kann, ist, dass es, ähm, dass, ich, dass es eine Klientel ist, die formal überdurchschnittlich gebildet ist. Mhm. Ähm, das, kann man auch dran kritisieren. Man kann auch sagen, okay, ist vielleicht ein bisschen ein Studiertenghetto. Mhm. Ähm, aber das ähm, sind ja die meisten Landwirte mittlerweile auch. Also das, das wird ja oft übersehen, gerade ähm, bei, den, bei den Menschen, die relativ landwirtschaftsfern sind, dass die meisten Landwirtinnen und Landwirte mittlerweile akademischen Hintergrund haben und oft Auslandserfahrung und was weiß ich was alles. Also dieses ähm, die, die letzten ähm, die letzten, die das, die das nicht haben, sind, gehen mehr, wahrscheinlich gerade in Pension, die letzten Generationen. Aber mehrheitlich sind, sind ja die Leute in der Landwirtschaft auch sehr gebildet. Und wir erreichen aber also jetzt. Also formale Bildung. Also Schul-, äh, von, von. Ja, haben wir, ja. wir hm. oft auch akademische Abschlüsse. Hm. Ne? Also, ja. ja. ähm, ihr habt da jetzt keine Zahlen parat, aber vielleicht ist das auch nur das Segment, mit dem ich zu tun habe. Aber die meisten Leute, mit denen ich in der Landwirtschaft zu tun habe, haben ein abgeschlossenes Studium, nicht mhm. alle, aber sehr viele mhm. und sehr viele davon waren teilweise sogar lang im Ausland. Also dieses Bild vom Bauern, der quasi nicht wegkommt von seinem Acker, ist lange überholt. Also das sind Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Muss ich da einwerfen? Wird also. sicher so sein. Ich stelle das auch in, insofern in Frage, mhm. dass das, das sind halt die, mit denen ich am meisten zu tun habe. Ja? Mhm. Und das sind viele Leute, die wirklich viel Auslandserfahrung haben. Mhm. Und äh, also die, ja. Du wirst aber eigentlich gefragt, was ich, wer, wen wir erreichen. Und das sind halt irgendwie formal hochgebildete Leute oder mhm. überdurchschnittlich gebildet mhm. und tendenziell schon Leute mit einem eher urbanen Hintergrund, aber nicht ausschließlich. Mhm. Okay. okay. Und ähm, jetzt habe ich die eine Frage, was eigentlich vor der Frage gestellt werden müsste. Warum habt ihr eigentlich damals oder wer, was war der ausschlaggebende Grund, warum man überhaupt Biorama macht? Uh, habt ihr die Notwendigkeit gesehen, wir brauchen jetzt etwas, was in die Richtung kommuniziert. Habt ihr da eine Lücke geschlossen? Uh, warum habt ihr eigentlich Biorama uh, aufgebaut? Oder du? Relativ, oder wer war das eigentlich? Nein, das ist relativ kompliziert eigentlich. Die ursprüngliche, <laughs> die ursprüngliche, die erste Ausgabe von Biorama war ein A6, also Postkarten, großer, servicelastiger Folder anlässlich der Bio-Aktionstage 2005. Also, das war überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Biorama, wie es jetzt ist. Das, dann, das habe ich in einem ganz anderen Setting entwickelt. Damals war ich äh, hauptberuflich in einem Medienunternehmen angestellt, für das ich das eigentlich entwickelt habe. Die wollten das nicht. Und dann kam es äh, eigentlich von mir völlig ungeplant in das Medienhaus, an dem ich unter anderem beteiligt bin. Und so ist äh, quasi ganz kurz zusammengefasst das Piorama entstanden. Und dann hat das eine Zeit lang ein Kollege, der mittlerweile auch schon seit zehn Jahren nicht mehr, oder seit elf Jahren nicht mehr an Bord ist, hat das dann maßgeblich weiterentwickelt. Und dem verdanken wir auch nach wie vor sehr viel. Mhm. Ähm, weil der wirklich auch so das, äh, dieses Urbane dran gesehen hat. Und... Mhm. Ähm, ja, also das war jetzt... Äh kein, kein klassisches Reisbrettprodukt, sagen wir mal so. Also war wieder eher zufällig entstanden, aus mehreren Dingen, glücklichen Fügungen oder Fügungen ist halt dann was komplett anderes entstanden, wie das, was man eigentlich vorgehabt hat, wie so oft im Leben. Ja, so kann man es kurz zusammenfassen. Ja, ja. ähm, eigentlich wollten wir ja was ganz, was anderes machen. Und da sitzen wir jetzt und machen einen Ja, man <laughs> weiß nie so genau, was dann, was ja. im Endeffekt rauskommt. Die ähm, schon mal fällt. <lacht> ja. <lacht> ja. Du, und ähm, du hast jetzt vorher gesagt, äh, ihr habt das Publikum jetzt eher, sage ich mal, in der in, in der Stadt äh, eher eher, sage jetzt, Akademiker. Nein, ähm, das heißt, nicht Akademiker, aber hochgebildet hoch oder ja. hochgebildet, okay, ja, ja aber hochgebildet. Also, mhm. aber ist eure Zielgruppe, wie man so schön sagt. Ähm, wie schafft es ihr oder wie jetzt wo seht ihr die Chance, dass ihr quasi auch über diese über diese Zielgruppe, über diesen Tellerrand oder diese Blase raus irgendwie weiter kommuniziert? Oder ist es gar nicht euer Anspruch? Naturkultur ist das unser Anspruch natürlich. Das gelingt eh, also online gelingt das immer wieder. Mhm. Wie macht man das? Indem man interessante Geschichten macht und schaut, dass sich die verbreiten. Ja. Das ist jetzt eine, eine Binsenweisheit und eine <laughs> äh, ganz ja. allgemeine Aussage, aber. Na und wie verbreiten sie sich? Wie gelingt das? Die Bubble quasi, zu, oder die Blase zu Na platzen? Ja, weiß ich nicht. Da muss ist halt, das muss man sich halt ja. überlegen. Ja. Ja. Ähm, da, da, da kann mitunter das Mail an die eine richtige Person, wo man weiß, die ist dafür besonders empfänglich. Und die, weiß ich nicht, oft reicht wenn ich wenn man Geschichten twittert. also, also wenn, Okay, das heißt, du sagst gar nicht, es ist nicht, nicht unbedingt der Inhalt, der an der, an dem die, der an der Bubble scheitert, quasi um rauszukommen, sondern es ist einfach ja, es äh, ist das, die den, Story. das Netzwerk. Oder Nein, die, es ist die, die Story. Die, es ist die Story und das ist mhm. Das Netzwerk zählt natürlich dazu, ja. Also das ist halt Social Media. Mhm. Ähm, aber und es geht ja dann nicht nur um Online-Inhalte. Also, weil deine Frage war ja, wie wir es schaffen, aus diesen Bubbles rauszukommen. Über, ja, genau. Wir haben jetzt zum Beispiel heuer 2020 eine, eine Ausgabe gehabt, die eine Hauptstadtausgabe von Biorama, die in Berlin und in äh, Wien distribuiert wurde, wo wir die beiden Hauptstädte quasi miteinander Verglichen haben, mhm. auch geschaut haben, was kann jeweils die eine Stadt von der anderen lernen. Und das hing zum Beispiel einen Monat lang in den, in den Wiener Linien, in den U-Bahnen und den Straßenbahnen auf. Also viel mehr technische Reichweite und Breite in Wien geht eigentlich kaum, ja. Mhm. Alles andere wäre schon eine, eine quasi Postwurfsendung an einen Haushalt und ja. das, da wäre der Streuverlust zu groß. Mhm. Der Stichwort Aber, Haushalt, der andere Haushalt kommt gerade nach Hause, glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Okay. Aber jetzt, jetzt hast du die, die sozialen Medien angesprochen. Das ist ja irgendwie doch, äh, oder zumindest aus meinem Verständnis eine große Chance, eine Blase zu platzen. Eine inhaltliche. Gelingt euch das? Da geht's wild zu. So. <laughs> ja, ja im, 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 in den Suburbs, im Machfeld ist auch. Runter ja. von der Leiter und raus aus der Blase, ja. Ja, <laughs> in Osten. Na, ähm, ja natürlich, also Social Media ist ganz wichtig, aber aber man darf es, glaube ich, auch nicht überschätzen. Also, ich war sicher schon mal näher dran vor Jahren an den Social Media Trends. Das ist nichts, mit dem ich mich hauptberuflich beschäftige. Und man muss dazu sagen, das hat mittlerweile auch einen Spezialisierungsgrad erreicht, dass in den großen Medienhäusern ja quasi äh, da Leute gibt, mehrere jeweils, die sich ausschließlich damit beschäftigen, wie man diesen oder jenen Kanal ideal bespielt. Also, da sind wir. Es braucht man sich nichts vormachen, sicher nicht auf dem, auf dem Level, dass man da mit einem internationalen Medienhaus mitarbeiten kann, aber man kann es nach den, nach den eigenen Möglichkeiten schon ganz gut nützen. Gleichzeitig muss man sagen, dass, dass es manchmal auch wahnsinnig äh, unangenehm sein kann, ähm, über die Babel hinauszugehen, weil da einfach auch schon mitunter eine wahnsinnige Ignoranz einem auch begegnen kann. Mhm. Und, äh, Kannst du das ein bisschen erklären? Das ist, das sich, das ja, weiß ich nicht. An. Ich meine, wenn, wenn man Themen hat, die vielleicht äh, gesellschaftspolitisch ein bisschen kontroverser sind, mhm. ähm, dann ist meine Erfahrung auf Twitter, bin ich froh, dass ich, ich weiß gar nicht, wie viele Follower ich momentan habe, ja, also es sind eh nicht so wenig, aber dass ich keine 40.000 Follower habe, weil... Da weiß ich und ich sehe dann durch Interaktion, die dann manchmal passiert, wenn irgendwelche Accounts, die halt irgendwie vielleicht in ganz anderen Blasen zu Hause sind, mhm. mit meinem interagieren, dann kommen schnell ganz ungute Zeitgenossen irgendwie an die Oberfläche, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun haben will. Mhm. Also ich bin der Letzte, der irgendwie der Gespräche verweigert oder so. Aber wenn, wenn, wenn ich mitkriege, <laughs> mitkrieg, dass es jemanden nicht ja. um ein Gespräch geht, sondern nur, nur ums Rotzen und ums Sticheln und um. Bösartigkeit und um Feindseligkeit, dann ist das nicht da, mein Anspruch in diese Blase zu verlassen. Dann fühle ich mich in meiner Blase, die eh nicht so unkritisch ist, ja, yeah, yeah. fühle ich mich da durchaus wohl. Aber meine Erfahrung ist zum Beispiel, sobald du mit einem Account interagierst, der irgendwie FPÖ nahe ist, dann wird es ungut. Dann kommen die rechten Trolle. Also das ist halt einfach so. Mhm. Also ich habe das jetzt auch ein bisschen gelernt, was so passiert, wenn man in sozialen Medien kontroverse Themen anspricht, auch wenn man sie kritisch reflektiert. Und offenlegt. Ähm, was ich aber sehr spannend finde, ist, wenn mein erster Grant vorbei ist und ich mir gedacht habe, oh es, äh, bemühe ich mich dann immer, ähm, <lacht> 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 ja. ähm, bemühe ich mich dann immer, ähm, irgendwie auf den Menschen einzugehen und den dort abzuholen, was er steht, wo, wo er steht, was für Hacken ist. Aber irgendwie am Ende des Tages kommt dann äh, zumindest bei mir über meine Kanäle, doch was Positives raus. Und das finde ich immer sehr schön, so sehr es mich äh, nervlich aufreibt. Aber da bin ich dann zum Beispiel doch sehr froh, diese, diese Blase geplatzt zu haben und freue mich immer, wenn da Menschen unterwegs sind, die sichtlich komplett anders eingestellt sind und die man dann aber doch irgendwie abholen kann. Aber ja, ist ich glaube, das ist einfach so eine Grundeinstellung. Also äh, ich glaube, in, in, in den... Diese Unmittelbarkeit, die, die halt diese unterschiedlichen Plattformen und Kanäle bieten, die verleiten halt dazu auch selbst, also da kann man sich ja auch nicht ausnehmen, mhm. mitunter vorschnell und irgendwie aus dem Rückenmark und vielleicht nicht unbedingt aus dem Großhirn äh, zu agieren. Und deswegen ist, ist meine, mein Zugang dazu bei Dingen, die mich ärgern oder so, vielleicht einfach mal zu sagen, na, jetzt denke ich über das nicht einmal nach, leg den, man legt das Handy weg oder, weiß ich nicht, doch, auf ein, wenn irgendwelche Mails kommen, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt bescheuert, dann antwortet man nicht gleich und so im Affekt, sondern lass das, das mal liegen. <lacht> <Ja>. <lacht> Muss, oder? Ja, also, ja, ja, ja. das ist, und die Erfahrung ist schon, dass, also da gebe ich da schon recht, also wenn man sich, wenn man eben nicht quasi auf eine Watschen mit der Watschen reagiert, dass, das, dass da schon irgendwie ein interessanter Austausch auch rauskommen kann die Leute öfter öfter aneinander vorbeireden, als man glaubt. Und ja. Also wir haben vorher im Auto diskutiert. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass man nicht aus Ausschlag auf die Welt kommt. Und insofern finde ich es eben gerade spannend, mit den Menschen zu reden, die ganz anders eingestellt sind als ich. Also ja, finde ich auch. Also ich empfinde das auch als bereichernd mit unterschiedlichen äh, Leuten zu reden. Trotzdem habe ich jetzt gerade als Assoziation gehabt ein Interview mit der Christine Nöstlinger, mhm. die ähm, mal gefragt wurde in einem Interview. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Personen, von der ich jedes Interview, wenn es mir untergekommen <laughs> ist, wieder gelesen habe. Ja, cool, also einfach, doch. muss man schaffen, glaube ich. Also ja, wenn absolut. man so eine Rolle hat, dann hat man es geschafft. Mhm. Ähm, die, hat, die wurde gefragt, ob es auch Kinder gibt, die die deppert sind oder so sinngemäß. Und die Christine Nöstlinger hat gesagt: Na, glauben Sie mir, ist plötzlich mit 18. Lebensjahr ein Arschloch. Also Die Frau ist super. Ja, sie war super. ja. Nein, also die hat halt irgendwie. Äh, also ich finde, es gibt auch depperte Kinder, das muss man schon auch sagen können. Ja. Und natürlich, natürlich kommen die nicht äh, wahrscheinlich äh, deppert auf die Welt, aber sie sind halt schon recht früh deppert geprägt. Ja, ich glaube, es ist ein, ein Unterschied. Was wir bei Bauer zu der Bibel ja wollen, es ist ja eigentlich unser, unser, unser Elementaraufgabe, einfach diese unterschiedlichen Perspektiven auch zu suchen. Wir versuchen ja gerade nicht, das gelingt uns, ob es uns gelingt oder nicht, werden wir haben ja dann eh sehen, gerade nicht in eine Richtung äh, wahrgenommen zu werden mit dem, was wir tun, sondern wir wollen ja im Prinzip mit allen Seiten reden, mit allen Perspektiven. Und äh, dass die dann einmal nicht miteinander können und dass die konträr sind, das muss ja so sein, weil sonst, äh, sonst gäbe es ja eh nur eine Meinung auf, ja, ja, auf, sicher. auf der also, Welt. Das ist ja auch das Reizvolle dran. Ja, genau. Und das, was du vorher gesagt hast, ich glaube diese Trolle, also Menschen äh, oder Bots, wie auch immer, die einfach bewusst einfach mit dem mit dem mit der mit der mit der Idee zu, zu provozieren, wo reingehen, auf die muss man dann glaube ich auch nicht reagieren. Das ist aber auch nicht die 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 quasi der Diskurs, den wir suchen, die, die andere Meinung, die wir suchen, ähm, die kann man getrost glaube ich einfach ignorieren. Und wie es sich so schön gesagt hat, das Deppert äh, äh, abschreiben. Schwierig ist es halt dann so an den Grenzen zu sagen, wo geht's, wo geht's noch, was ist noch eine Meinung und was ist dann, äh, äh, ja, was lehnt man dann ab? Ja? Das könnte ich jetzt noch nicht sagen. Ich wüsste nicht, wo, wo da die Grenze ist, aber ich glaube, das ist also ein Prozess, den man extrem schwer lernt. Ich habe letztens vor kurzem eine Diskussion gehabt mit jemandem. Ich wollte ich wollt einen Beitrag löschen, weil man gedacht habe, der, der Beitrag passt nicht. Und dann habe ich extrem lange nachgedacht und bin dann drauf gekommen, eigentlich löschen tut man gar nichts, man muss drauf reagieren. Und komme halt jedes Mal wieder, wenn eine kritische Äußerung kommt, komme ich jedes Mal wieder so ein bisschen in so eine Krise, die was ich dann für mich irgendwie <laughs> lösen muss. Äh, damit ich dann weiterkomme im, im quasi im Umgang mit so einer öffentlichen Meinung. Wie geht's dir da? Du bist ja schon lang drinnen quasi in diesem öffentlichen Diskurs. Du wirst ja dann als Person in gestellt vielleicht da hin und wieder äh, für deinen Artikel. Wie geht man damit um? Mit äh, ach, Ja, indem das man das alles nicht zu so ernst nimmt und immer vor allem sich selbst auch nicht zu so ernst nimmt. Also äh, ich meine ich glaube, die, die unterschiedlichen Plattformen, auf denen man sich da tummelt, sind ja auch sehr unterschiedlich zu bewerten. Mhm. Auf äh, Twitter zum Beispiel äh, stört mich wahnsinnig dieses, dieses Pseudo-aufgeregte, sich Empören. Mhm. Jed, jeden Tag gibt es drei Thema, Themen, weil man ist ja die eigene Blase, sind ja wieder vier andere Blasen in der man halt quasi eine Schnittmenge hat, mhm. in der Blase regen sie sich halt über das auf, in der über das und weiß nicht, du weißt genau, am nächsten Tag interessiert es eigentlich eh niemand. Das ist mhm. halt irgendwie ja. so Beschäftigungstherapie. Das heißt jetzt nicht, dass nicht vielleicht viele dieser quasi letztendlich dem zugrunde liegenden Probleme ich als irrelevant ähm, erachte oder sagt, dass das nicht vielleicht eh wichtige Probleme wären. Ja. Aber es bringt niemandem irgendetwas, wenn ich mich da irgendwie künstlich aufregt, sondern dann muss ich also wenn es mal ernsthaft ein Anliegen ist, dann muss ich mich halt richtig dafür engagieren. Aber dann wird Twitter allein wahrscheinlich zu wenig sein. Mhm. Es, es gibt genug Gegenbeispiele auch, dessen bin ich mir bewusst. Aber trotzdem mehrheitlich also fühle ich mich da oft angewidert und ich mache auch immer wieder bewusst ein paar Tage Pause, wenn es mir jetzt zu sehr am Nerv geht. Mhm und wenn's es wenn's, wenn's schon Richtung persönlich also da stört ja quasi eher dieses 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 empören und dieses ja dieses, der Habitus im im Netz aber wie gehst du dann damit auch um es dich persönlich betrifft oder wann wenn's, wenn's, wenn mit 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 der Öffentlichkeit du bist eine öffentliche Person du wirst äh, braucht man da einfach eine dicke Haut oder wird es mit der Zeit besser oder so etwas? Ja, ich meine eine eine gewisse äh, dicke Haut braucht man insofern als man als klar sein muss, dass man, wenn man selber auch kritisiert, dass halt die Kritik auch retour kommen kann. Hm. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich schon mich aufrichtig bemühe, auch bei Kritik fair zu bleiben. Und deswegen habe ich das ehrlicherweise relativ selten, dass irgendwie so persönlich Untergriffiges kommt. Und wenn, dann ist das meist, dann ist das so bescheuert, dass, dass, dass die größte Provokation für diese Menschen dann ja meistens ist, dass man nie, dass man nicht darauf reagiert. Stimmt. Also. Sehr gut. Also. Uh, yeah. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben zu Biorama, weil wir doch sind, vielleicht kannst du noch ein paar kurze Hardfacts dazu also sagen, ja. wo, wo, wo man euch findet, wie hoch die Auflage ist etc. Und die Frage, die was mich bei Biorama interessieren wird, was habt ihr bis jetzt in den Jahren, wo es euch gibt, erreicht mit, mit dem, was ihr tut? Ja, beginnen wir mit dem Einfachen. Das Biorama <laughs> gibt es unter www.biorama.eu. Mhm. Ähm, Warum EU? Ja, weil wir dem. AT gesamten war nicht frei. <laughs> Nein, AT, unter Biorama AT findet man uns auch, aber wir kommunizieren ganz bewusst äh, dort EU, mhm. weil wir ein deutschsprachiges Medium sind, weil ähm, wir, das variiert mitunter auch natürlich, aber weil wir online sehr viele Leserinnen und Leser natürlich auch aus Deutschland haben und mhm. aus der Schweiz und Südtirol und was weiß ich woher. Mhm. Ähm, und weil wir, ja, weiß nicht, das ist auch einfach ein. Ein Commitment zu Europa, also das ist. Au, oh, bauer 2 Eu muss ich schauen, ob das noch frei ist. Ja, ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht. Ja, okay, muss ich wenn, gleich machen. Wenn war, da wäre ziemlich fies, aber who knows, ja. Ähm, ich wusste nicht. Ähm, aber der Grund ist gut, ja. Nein, also das, also man findet uns unter www.biorama.eu, dann kann man uns ähm, zum Beispiel fix jede Ausgabe bekommen, wenn man ein Abonnent oder eine Abonnentin in äh, wien umgebung des adamer biokistels ist. genau da liegt es immer bei. darüber hinaus liegen wir in vielen unterschiedlichen orten auf. also in, wenn nicht gerade ein lockdown ist, dann in, in lokalen, in, in cafés, in äh, eco fashion boutiquen, in Deutschland zum Beispiel liegen wir in allen Dents den filialen auf, also es gibt punktuell Hofläden, also es gibt sehr viele Orte, an denen wir aufliegen. Mhm. Und okay. wenn, ja. wenn man fix jede Ausgabe, ähm, haben möchte, dann muss man entweder einen Adama Kistel abonnieren oder, oder. Der Gerd Tobeck äh, freut Ja, genau, das ist ja gar nicht weiter, das sind acht Kilometer, glaube ich. Ja, klar. da kann man schon fast ähm, so einen Stor schmeißen, Ja, und, ähm, die, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Biorama zu abonnieren. Unter biorama.eu findet man auch einen Abo-Button. Ähm, das Biorama erscheint gedruckt sechsmal im Jahr im gesamten deutschen Sprachraum. Dann gibt es zweimal im Jahr eine Niederösterreich-Ausgabe, die nur in Wien und in Niederösterreich distribuiert wird, wo wir uns ausschließlich niederösterreichischen Themen widmen. Wieso kam es dazu? Naja, persönliche Beobachtung und Umfeld. Also, Weil es einfach im... Ja. Naja, wir, also es gibt halt einige Leute im Team, die äh, unterschiedlich äh, enge Beziehungen zu Niederösterreich haben, da wohnen, gewohnt haben und das ist uns halt das liegt nahe, am quasi. nächsten. Genau, das ist naheliegend. <laughs> ähm, es wird auch für andere Bundesländer geben im, im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren. Mhm. Ähm, und äh, es gab eben 2020 das erste Mal eine Hauptstadtausgabe, die in Wien und in Berlin distribuiert wurde. Ja, und äh, also wir versuchen permanent Dinge auch äh, immer auch quasi alles unter der Marke BioRama. Da glaube ich wird in nächsten Jahren viel noch passieren. Also ihr plant, also ihr seid nicht so quasi so wie zufrieden so wie es ist, sondern ihr wollt auch ihr, euch weiterentwickeln. Auf jeden ja. Fall. Mhm. Ne? Okay. Also mhm. wenn wir wenn wir uns äh, 2005 nicht weiterentwickelt hätten, mhm. dann wäre das jetzt ein A6-Folder, den wahrscheinlich niemand interessieren würde. Außer ja? Ja, ja. Also ein paar ähm, Historiker. Ja. ja, genau, in der Nationalbibliothek. <laughs> ähm, na, ähm, Und welche Auflage habt ihr? Wie groß ähm, ist die? Das oder variiert, hoch. je nachdem, die Niederösterreich-Ausgabe hat 30.000 Stück, mhm. die gesamt, die gesamt im deutschen Sprachraum Vertriebene hat 85.000 Stück. Mhm. Die Wien-Berlin-Ausgabe hatte 100.000 Stück. Das hängt davon ab, was sinnvoll ist. Mhm. Okay. Und was in dem Zusammen, genau, sagst du. Ja? Du wolltest das fragen, oder? Ja? Ja, frag. Ich glaube, <laughs> ähm, ich, ich wollte einfach wissen, weil man bekommt euch ja kostenlos. Ja. Ähm, wie finanziert sich das? Werbung. Ausschließlich? Ja. Cool. <laughs> Irgendwie wollte man da jetzt länger Anfang, drüber reden. <laughs> da sind wir jetzt ganz am Anfang unseres Gesprächs angelangt. Ja. Du ja. sagst, du, du bist Journalist. Ich bin eben nicht nur Journalist. Ich bin unter anderem auch dafür zuständig, dass äh, ähm, das halt finanziert ist. Mhm. Und eine Möglichkeit, ein Magazin zu finanzieren, ist einfach über... Über Werbung? Zum Inserate? Beispiel, ja. Inserate, genau. etc. Ja. Genau. Ja. Das ist eine Frage, die uns grundsätzlich genuin auch interessiert, weil wie kann man äh, Medium zum Beispiel wie Bauer to the Bibel äh, finanzieren, was gibt es da für Möglichkeiten, weil momentan finanzieren wir es einfach quasi vom Bankkonto weg, mhm. äh, vom eigenen, und haben zum Glück schon ein paar, ein paar Unterstützer gefunden, Danke an dieser Stelle an alle, die uns bis jetzt äh, mit, ähm, mit Beträgen unterstützt haben. War sehr, sehr hilfreich. Sehr geholfen. Ähm, ja, okay, also Warte, stopp, ich muss kurz sagen, der Willi hat vorher den Handyständer kaputt gemacht. Ja, ich bra also, brauchen wir brauchen schon wieder Hardware. ein <laughs> äh, Ja, bitte, helft uns, wir brauchen einen. Helft uns, ich bin Botschafter. ja. <laughs> ja. Okay, also es ist so einfach im Endeffekt. Also so, naja, so, so kann man das nicht sagen. Ja, jetzt nein, nein, so also kann man das nicht ja. sagen. Also einfach ist es nicht. Das ist natürlich äh, beharrliche, konsequente, jahrelange Aufbauarbeit. Also das, ähm, wie gesagt, 2005. Jetzt haben wir Ende 2020. Also das ist ja was braucht es denn da am Anfang? Also ich stehe jetzt eh nicht zu viele start fragen solche, okay, also in die Richtung, was braucht es denn da am Anfang, damit man ein Magazin aufbauen kann? Braucht es da einfach für Nebenjobs oder, Sitz naja, oder gute Idee und Leute, die man davon auch überzeugt und die es dadurch mitfinanzieren. <laughs> okay. Aber es gibt sicher viele andere Wege auch. Mhm, du kannst du ja auch, äh, weiß ich nicht, kannst du auch sagen, dass ist dein Hauptsponsor und der zahlt alles. Oder pff, also ich glaube auch da gibt es die eine Antwort nicht, ja. Ich meine, das ist ja auch die Frage, was willst du damit? Willst du davon leben oder, oder geht es da um ein leidenschaftliches Projekt? Also es gibt ja irgendwie auch sehr tolle Magazine, wo klar ist, dass das irgendwie keine ökonomische Basis hat, aber wo einfach man quasi zwischen den Zeilen und aus jeder Zeile die Leidenschaft mitkriegt. Das ist mhm. ja auch was Tolles. Ja, Zeil, ja, Zeilen haben wir auch schon. Ne? Ja, also in dem haben wir, auch, ja, wir haben da auch. Das stimmt ja. Kann nämlich nicht nur die Zwischen Kosten den Worten haben. und zwischen den Zeilen. Liegt <laughs> ja, genau. Das es auch bei uns. Ähm, jetzt, das war jetzt die leichte Frage, die schwere Frage. Die schwere Frage war das, was habt ihr mit Biorama in den letzten Jahren äh, erreicht? Ah ja. Ja. <laughs> naja. was haben wir erreicht? Ja, wir haben erreicht, äh, dass, dass es sich finanziert. Das ist also das ist jetzt ja nicht selbstverständliches. Ähm, wir haben, glaube ich, erreicht, dass wir eine Glaubwürdigkeit haben und eine, eine Gesprächsbasis zu sehr vielen haben, mhm. die auch quasi ähm, wertgeschätzt wird und bei einer gleichzeitigen Haltung, die uns schon wichtig ist, nicht äh, quasi Parteilichkeit mhm. bedeutet. Mhm. Ähm, ja, und sonstigen Biorama sehe ich schon ein bisschen so als äh, Missing Link zwischen unterschiedlichen Blasen, um wieder darauf zurückzukommen, zwischen unterschiedlichen Lebenswelten, zwischen Stadt und Land, zwischen. Äh, Sehr schön, ne? Ja. Ja, unterschiedlichsten urbanen Communities. Ich meine, es gibt viele, viele Bereiche, die wir noch erreichen wollen. Das ist vielleicht leichter zu beantworten. Also wir wollen gern einfach auch Nachhaltigkeit insgesamt noch breiter sehen, weil wir decken ja, muss man schon sagen, ich meine, Nachhaltigkeit ist ein schwer missbrauchter Begriff, aber, aber trotzdem. Ja, haben wir uns aufgeschrieben, wir müssen ja, reden. Oder? Ja, trotzdem ein, ein, gibt es ja ganz viele Bereiche, die m, zu Recht in den Bereich der Nachhaltigkeit gehörten, die wir, weil wir ein kleines Team sind und man nicht alles abdecken kann, einfach auch äh, oft auf Basis von auch persönlichen Interessen halt. Äh, indem wir die einen bevorzugen, weil sie uns halt sehr interessieren, andere Themen vielleicht eine Spur vernachlässigen. Mhm. Aber ja, das, das wäre ein Ziel. Aber ja, was, was wir erreicht haben, ich meine, da kann man, ich will da jetzt nicht über einzelne Geschichten. Natürlich gibt es einzelne tolle Artikel, für dich, Interviews, deinem, ja. die auf die man stolz ist oder so, ja, oder so quasi, dass es. Äh, ich bin auch stolz, wenn wenn aus Deutschland Journalismusstudentinnen und Studenten für ein halbes Jahr nach Wien kommen, um ein Praktikum bei Biorama zu machen. Ich mhm. finde, da hat man was erreicht. Ja. Ja. Ich mein, da kommt jemand ein halbes Jahr nach Wien. Extra. Also ja. das ist ja wow. Also das, <laughs> äh, Sagst du denen das dann auch? Die können das jetzt eh hören. <laughs> ähm, ja, bei unserer Reichweite, also ist es eher ja, wahrscheinlich, das dass, ist, sie, dass sie die hören. Ja. Nein, aber, aber also das, ist, das ist ja auch was, was man erreicht hat. Ja. Also mhm. deswegen. Also das ist für dich persönlich auch erreicht. Das heißt, es macht auch dich zufrieden. Ich muss das auch sagen. Sicher, ich finde das cool. Also ich meine, wenn ich mal denke, hey, wir haben da im, im, in einem kleinen Team mit echt ordentlichen Reinhakeln mhm. über viele Jahre mhm. was gemacht, wo Leute sagen, hey, sie, ich meine, das ist ja jetzt, ist ja jetzt anders, wenn du sagst, du fährst mal über ein Wochenende wohin, aber wenn jemand für mehrere Monate oder ein halbes Jahr nach Wien kommt und sagt, okay, das will ich mal anschauen, das muss für jemanden, der irgendwo in Deutschland sitzt, so interessant wirken dass diese person sich denkt hey dafür ziehe ich für eine zeit lang nach wien mhm. das ist ja ist doch cool mhm. jetzt hast du auch was angesprochen was wir wie gesagt uns schon überlegt haben jetzt ist ja äh, der begriff der nachhaltigkeit schon relativ ausgelutscht und ausgedehnt und wurde wie die kuh durchs dorf getrieben ähm, wie erreicht man damit noch noch menschen oder wie wie erreicht man damit nachhaltig menschen ja, ja über Geschichten, das ist dieselbe Frage wie mit Landwirtschaft oder allem anderen. Also, ich will auch nichts lesen, wo einfach nur Nachhaltigkeit drüber steht. Das klingt abtörnend. Aber das klingt bei, bei jedem anderen technokratisch äh, ausformulierten Schlagwort auch nicht anders. Ich will auch nichts lesen, wo drüber steht Pflanzenbau. Oder, äh, keine Ahnung, Stadtplanung. Wenn aber das eine gute Geschichte ist, dann ist es eine gute Geschichte, ja. Ja, aber früher hat man mit dem Thema Nachhaltigkeit, also ich kann mich erinnern an meine eigene Geschichte, also mir damals das, das, das Wort Nachhaltigkeit, das war, wann war das, 2010? Ja, zehn uh, Jahre wird es her sein. Ne? Na, na länger ist es ja. Das ist länger, das ist 2007 war das. Ungefähr. Mir hat das Thema extrem angesprochen, ich bin da voll reingekippt in dieses Nachhaltigkeitsthema und bin dann drei Jahre später, wie ich dann gemerkt habe, das ist immer bla 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 bla, da wird Kret, Kret, Kret und es passiert nicht viel. Ich hab, irgendwann habe ich dann richtig so eine Aversion gegen diesen Begriff nachhaltig. Ja, Obwohl weil ich, sobald du dich damit beschäftigst, ist der Begriff Wurscht. Ja. Aber das ist ja bei allem. Ich meine, jemand, jemand der, der Landwirtschaft betreibt, fühlt sich vielleicht als Bauer. Du würdest nicht sagen, Landwirt to the people. Also, das ist einfach, das ist das ist ein, ein also, Bauer ist in, in dem Fall ein, je nach Sichtweise, für manche negativ. Das ist ja mhm. nach wie vor in manchen Kreisen ein Schimpfwort. Mhm. Ähm, aber in den in, in Kreisen, in denen ich mich bewege, ein positiv äh, besetzter Terminus. Ja. Mhm. Äh, und ich glaube das geht darum Geschichten zu haben das ist übrigens was was ich ähm, was mich wahnsinnig geprägt hat wie gesagt ich habe eh sie schon äh, vorhin erwähnt ich bin ja vorbereitet in dieses Gespräch gegangen und ähm, wenn wenn mich etwas in meiner journalistischen Laufbahn wahnsinnig gestört hat dann ein ehemaliger Chef von mir dem ich ähm, bei einem Wirtschaftsmagazin, das es mittlerweile nicht mehr gibt, wo ich lange Jahre als Redakteur tätig war, den habe ich immer wieder Artikel über Landwirtschaft vorgeschlagen. Also jetzt nicht Landwirtschaft, sondern Geschichten, ja, um bei dem anzuschließen, wo wir gerade waren. Und einmal ist in, dem, ist in einem Gespräch, als ich eine wirklich gute Geschichte vorgeschlagen habe, mhm. ist die Geschichte vom Tisch gewischt worden vom Herausgeber mit der Ansage, die Bauern sollen alle trotteln, quasi nächstes Thema. Und das hat mich einfach, da, also mhm. ab dem Zeitpunkt war der Typ auch für mich gegessen. Also, also es, ja. er ist dann eh bald gegangen mhm. und macht jetzt für irgendwelche Diktaturen PR. aber mhm. Aber ähm, ja, das hat mich wahnsinnig geärgert. Mhm. Also, mhm. Ja, aber jetzt ist es zum Beispiel, du hast da jetzt was angesprochen, also in Österreich sind die landwirtschaftlichen Themen ähm, journalistisch immer in den Wirtschaftsredaktionen oder sehr oft die wenigsten oder Nein, sehr das wenige... Stimmt nicht. Haha, <laughs> leg's los, bitte. Also, Na, das stimmt nicht. Also, du hast das in, in, im Wissenschaftsteil, du hast das, also ich meine, ich glaube überhaupt, dass diese, diese Ressortaufteilung eigentlich obsolet ist, weil niemand, niemand konsumiert noch Medien anhand von solchen Ressorts. Ja? Das ist einfach, weiß ich nicht, spätestens gefühlt 2010 eigentlich passé. se, aber, aber als Organisationshintergrund in den Medien, wenn man dann noch so denkt, dass quasi ein Medium halt in, in Ressorts aufgeteilt ist äh, und die Expertise dahinter quasi in unterschiedlichen Ressorts angesiedelt ist, dann hast du landwirtschaftliche Themen sehr wohl im Wissenschaftsteil. Du hast das jetzt natürlich selten im Föto, aber selbst das kommt mitunter vor. Du hast das in Wochenendbeilagen punktuell. Du hast das teilweise sogar im Architekturteil über Weiß ich nicht, der, der neue Stallbau ist mal letztens wieder unterkommen im, im glaube ich, Schaufenster der Presse. Ähm, du hast das in den Lifestyle-Beilagen sowieso über Urlaub am Bauernhof oder, ähm, weiß ich nicht, halt hochwertige Lebensmittel oder auch vielleicht Regionalitäts-Greenwashing, also wurscht, ja, das ist das stimmt nicht, dass es, äh, dass es nur da ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, ja, nicht nur natürlich, aber das ist, du hast jetzt sehr viele Themen auch genannt, die, wie du vorher gesagt hast, ähm, wo es ho hochtechnokratisch unterkommt, also in der Architektur und in der Wirtschaft und in der Wissenschaft und ähm, irgendwie den, den Zugang über Essen, über Genuss, über Lifestyle, ähm, also mir persönlich ist der viel zu wenig und ich glaube, dass das genau die... Äh, Punkte sind, wo Landwirtschaft aber ankommt bei den Menschen, so wie ihr das zum Beispiel macht, de facto. Ja, aber wie gesagt, wir denken halt in Geschichten, wir denken ja auch nicht im Ressort Landwirtschaft. Genau. Oder im Ressort, äh, was weiß ich, Österreich oder irgend sowas, ja. Es ist, ich glaube, dass Landwirtschaft viel breiter äh, vorkommt in den Medien, als man oft wahrnimmt, weil man halt, weil man es halt oft nicht äh, weil man selbst so andere Parameter hat, an, an denen man das festmacht, aber theoretisch ist, kommt Landwirtschaft vor in Bauersucht Frau. Also, Landwirtschaft kommt vor manchmal in, wie heißt diese Sendung von der Stöckel, Frühstück bei mir, wenn über Lebensmittel geredet wird, ja? mhm. Also, das, das kommt auf in unterschiedlichsten Kanälen und auch sehr breit, breitenwirksam vor. Es gibt de facto wahrscheinlich, wenn man sich den, an, an Wochenenden die, die Wochenendzeitungen und Ausgaben besorgt, von der Krone und Kurier abwärts bis Standardpreise Salzburger Nachrichten, kleine Zeitung, da gibt es nichts, wo nicht irgendwelche landwirtschaftlichen Geschichten drinnen sind. Findet und ja, nicht, da ist halt, steht halt dann nicht Landwirtschaft drüber, sondern da geht es halt dann um irgendein Essen oder um eine regionale Spezialität oder um ein Kochbuch, das irgendwie die Seminarbäuerinnen machen oder was weiß ich. Ja. Meinst du, bräuchte es, äh, das was du gesagt hast, das sind, glaube ich, die, die Redaktionen in den Zeitungen, hm, kenne ich mit genau. wenig aus, da gibt es halt äh, eine für Sport, eine für Wirtschaft, eine für Kultur und so weiter. Äh, bräuchte es äh, eigene Redaktionen für 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 Landwirtschaft oder ah. bräuchte es nicht? Ah, das ist, ist Spindle, es einfach zu... Das hm? <laughs> 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 auf keinen ja. Fall. Na. Also ist, ah. du siehst, dass das interdisziplinäres Thema ist aber ja, auf jeden über... Fall, also, mhm. also übergreifend. Genauso wie es kann, mhm. Also es ist ein Fortschritt, dass Nachhaltigkeit mittlerweile nicht mehr in einem Medium vielleicht nur mehr dem, dem Praktikanten gibt, der mhm. da versucht, das Thema reinzubringen, sondern dass es da, wenn schon oft keine Expertise in den Medien, so doch ein großes Bewusstsein gibt, dass das eigentlich in vielen Ressorts und als Querschnittsmaterie und generell relevant sein soll und, und wichtiger ist, dass es in, in, in den medien einzelne leute gibt, die ein grundverständnis haben und nicht quasi auf irgendwelche. also vieles ist sehr einfach, aber wenn man sich genau damit beschäftigt, hochkomplex. und du brauchst jemand, der quasi ein grundverständnis für die komplexität hat. aber das ist in jedem bereich. deswegen ist es, es ist wahrscheinlich wichtig, dass es in, in, in den ressorts, in den medien, die noch in ressorts denken, einzelne personen gibt, die wirklich eine ein Hintergrundwissen haben. Aber gibt es die für den Bereich äh, Landwirtschaft oder für den Bereich Nachhaltigkeit? Ja, nehme ich schon immer mehr wahr eigentlich. Also es wird schon abgedeckt. Um, nee, ich finde das ja. eigentlich, dass sich das besser, Denn es war vor fünf, sechs Jahren noch deutlich weniger. Mhm. Bianca, du, was sagst du? Uh, ich muss ehrlich sagen, ich äh, bin das aus äh, ja Gründen, die der Organisation entsprechen, äh, immer sehr nicht mit geschichten angegangen weil das äh, teilweise auch so gewünscht war ähm, und wenn ich es in geschichten angegangen bin dann hat das sehr gut funktioniert also mhm. von dem her ja mhm. Mhm. Ähm, um. ich bin gerade ein bisschen ja. also ich bringe vielleicht ein ganz konkretes beispiel dafür warum beispiel so besser gut. Mhm. Äh, geworden ist wenn ich mal zum beispiel hernehme, das urbanste medium das es in österreich gibt ist meines erachtens nach wie vor der falter ja im Falter war es früher undenkbar. Und mit früher meine ich vor, weiß ich nicht, als ich studiert habe, das ist mittlerweile eine Zeit lang her, da war es undenkbar, dass es da drin große Geschichten zum Thema Landwirtschaft gibt. Mittlerweile ist es so, dass es quasi ein eigenes Landleben-Ressort gibt, dass da wirklich mitunter die besten Reportagen, die es in Österreich gibt, über Landwirtschaft erscheinen, dass die Innenpolitik-Chefin, die Eva Konzert, hat mittlerweile den österreichischen Preis der Agrarjournalisten gewonnen und gerade vor ein paar Tagen erst die den, den deutschen Preis der Agrarjournalistinnen und Journalisten, die Innenpolitik-Chefin, ja? Also genau, ja. Das wäre vor ein Bayern undenkbar gewesen. Dann, ha, dann hast, hast du in Bezug auf Nachhaltigkeit den Benedikt äh, Narodoslawski, der sich wahnsinnig gut und in die Tiefe gehend mit den Themen beschäftigt. Ja, guter Mann. Also da das sieht man anhand, natürlich ist das jetzt, ist, hast du diesen Beschäftigungsgrad nicht in jedem Medium, mhm. aber es ist... Es, 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 zeigt die Veränderung doch wahnsinnig gut, weil das ist ein urbanes Medium, das ist ein mhm. zutiefst urbanes Medium. Ja. Das heißt, man kann daraus den Schluss ziehen, dass äh, landwirtschaftliche Themen, Themen Nachhaltigkeit in dem Fall jetzt Landwirtschaft äh, wieder stärker auch in der Kompetenz äh, in den Redaktionen wieder angekommen sind. Kann man denn, diesen glaub, Trend dass, so beschreiben ein ich bisschen? Ich würde das so sehen, ja, dass sich das eigentlich gerade wieder verbreitet. Was ist da der Auslöser dafür deiner deiner Ansicht nach? Ein Bewusstseinswandel. Landwirtschaft wieder sexy, um das jetzt so. Na also zu... also sexy ist Landwirtschaft nicht. Ja? Das glaube ich nicht. Nein, aber es sind einzelne ja. Geschichten. Es sind mhm. einzelne Protagonisten und Protagonistinnen interessant. Die haben Geschichten zu erzählen und die mhm. können das auch. Mhm. Ich glaube auch, dass äh, weil du sagst sexy. Ähm es ist insofern auch eine Chance, dass halt eben nicht über Landwirtschaft gesprochen wird, sondern, wie du sagst, einfach Geschichten erzählt wird zu einem, einem, einem guten Essen oder irgendwas Genussvollem oder einem bestimmten Lebensmittel, das dann ein Medium aufgreift und das mit einer Reportage zum Beispiel aufrollt oder den Menschen, der es produziert, im besten Fall in den Vordergrund stellt und und da einfach eine Geschichte erzählt, so wie wir es ja, ja auch. Ja, oder da weiß ich nicht auch, die schreibt auch unter anderem für den Falter. Die Katharina Seiser ist eine der, finde ich, besten Kulinarik-Journalistinnen, die mir unterkommen, wo ich allein, wenn ich ihren Namen lese, zumindest schaue, was ist es. Und wenn es mich dann, natürlich muss mich das auch noch interessieren und ich lese es nicht nur, weil ihr Name ist, aber wo ich weiß, okay, wenn das was ist und das interessiert mich, dann weiß ich, das hat Hand und Fuß und die hat ein, ein, einen ganzheitliche Sicht auf die Dinge. Mhm. Was, ich muss jetzt diese, ich wollte eigentlich die erste Frage zum Thema Nachhaltigkeit noch stellen, aber ich glaube, es passt jetzt besser die. Diese Menschen, über die du sagst, die da jetzt Preise gewonnen haben, gute, gute Storys schreiben, die schreiben gute Geschichten zu diesen Themen, ja. Kannst du, kannst du kurz erklären, was, was so eine gute Geschichte, du sagst gute Geschichte. Mhm. Was macht so eine gute Geschichte aus? Kann man das in wenigen Sätzen vielleicht irgendwie, Uh, ich Na, nicht, 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 nicht befriedigend konkret, nur ganz allgemein. Sie ist ja. halt interessant. Ja. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Okay. In den meisten Fällen gibt es hier eine, naja, ja. eine, eine Antwort auf, auf eine Frage, die sich entweder alle stellen oder formuliert implizit eine Frage, wo man sich dann denkt: ah, Warum habe ich mir diese Frage noch nicht gestellt? Mhm. Ja, und und, erzählt, dann, und, und erzählt dann die Geschichte im besten Fall so, dass sie nicht komplexe Themen so runterbricht, dass nichts mehr überbleibt, sondern es schafft, komplexe Themen einfach zu erzählen, sodass sie ankommen. Mhm, mh. yeah. Was, sie, ich versuche es andersrum zu schreiben. Sie stellt eine Frage... Die, die die quasi so unter der Oberfläche schon quält, aber so noch nicht gestellt wurde, oder? Was so quasi so ein ja, Thema möglich, das, das so, möglich, Ja, ist, möglich, ja. Also ich, ich glaube auch, da gibt's keine immer ich mein, kein äh, Patent drin. Ja klar, ah, natürlich das, ist, ich mein, das, das hängt nicht, halt ja. wirklich ganz stark vom Thema ab, ja. ja, ja. Okay, man hat es einfach, man findet ja, ja, es einfach, oder eben nicht, es ist einfach ein, ein, schwierig zu wissen. Das gehört halt zum Journalisten und hm. zu einer Journalistin dazu, also ein, ein Geschwür für Geschichten. Ja. <laughs> ja, genau. hm. also die, und die Geschichten liegen in der Luft und auf der Straße und überall. Wir können man muss es nur da aufheben. drei Runden rundherum gehen und wir können im Gespräch fünf Geschichten entwickeln. Hm. Das ist... Äh, Wichtig ist, dass man es dann auch zu Papier bringt und, uh, und irgendwie auch. Ja, raus man muss halt irgendwas drauf machen, klar. Ja, das wird bei der Idee und der Umsetzung geschickt. Gibt ja, es gibt's ist, viele wahrscheinlich, es aber man passiert muss es verschreiben. nichts schreiben, Gutes also ja. man tut es nicht um, Ich habe jetzt ganz groß aufgeschrieben Nachhaltigkeit. Und nachdem du ja quasi ein Meinungsführer, um, wenn man so sagen darf, um, ein bisschen auch über das Thema Nachhaltigkeit bist, was bedeutet denn für dich jetzt konkret Nachhaltigkeit? Ist das. Ist das uh, äh, ökologische Nachhaltigkeit oder ist es auch eine Nachhaltigkeit, die was weiß ich, Technologie, äh, Roboter auch mit einbezieht, äh, die, 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 die das all Spektrum drinnen hat? Ähm, oder was genau ist für dich äh, Nachhaltigkeit, die was für dich relevant ist und wichtig ist? Naja, ich, ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die, die glauben, dass Technik unsere Rettung sein wird, mhm. aber ich glaube sehr wohl, dass Technik ein Teil der Lösung sein wird. Ähm, ich meine, man kann unterschiedlichste Definitionen, was Nachhaltigkeit ist, runterbeten. Das bringt niemanden. Was ich glaube, das Entscheidende ist, dass, dass es, äh, dass es um den Gedanken von Kreisläufen geht und und dass in einem Kreislauf möglichst nichts verloren geht. Und das kann halt, also das ist in, in der Landwirtschaft ist das noch relativ ähm, Vermeintlich einfach, aber wenn ich mir tatsächlich gerade hier im Machfeld die Realität anschaue, dann sehe ich teilweise von Kreislaufwirtschaft recht wenig. Also allein wenn ich, ich war vor ein paar Wochen beim, beim Joggen habe ich gesehen einen Container, was die an mutmaßlich Einweg Kunststoffberegnungsschläuchen. Und so wegschmeißen. Also, das hat aus meiner Sicht dann mit Kreislaufwirtschaft dann schon wieder nur mehr recht wenig zu tun, weil ich nicht davon ausgehe, dass das in irgendeinen Kreislauf wandert, mhm. sondern äh, müsste ich aber recherchieren. Also, da mag ich jetzt auch keine, keine, <laughs> ja. äh, keine ja. äh, Anschuldigung in den Raum stehen. Aber es würde mich sehr wundern, wäre das äh, wirklich in einem Kreislauf geführt. Also, ich glaube, das Entscheidende ist wirklich das, das Denken in Kreisläufen. Mhm. Und da, glaube ich, wird in den nächsten Jahren äh, in den nächsten Jahren sehr viel passieren, wenn es um Kreislaufwirtschaft geht und um, um mehr Weg Cradle to Cradle. Also das, ich, ich bin da eigentlich generell recht zuversichtlich, obwohl es auch Tage gibt, an denen ich das nicht bin. <laughs> ich ich wollte gerade nachfragen, weil ich kenne diese Themen, Cradle to Cradle etc., äh, Kreislaufwirtschaftsthemen, so, so lange wie ich denken kann in diesem Terminus. Äh, viel ist nicht passiert in den letzten 15 Jahren. Ja, weil Jahren. politisch so wenig passiert ist. Mhm. Aber, aber quasi die technischen, die technischen Möglichkeiten gibt es viel öfter, als man weiß. Ja. Aber wenn es die politische Notwendigkeit nicht gibt und quasi die Kosten äh, externalisiert werden können und quasi das thermische Verwerten und Verbrennen billiger ist, als das im Kreislauf halten, mhm. dann äh, ist leider aus reiner ökonomischer Denke der der es als erster macht oft der Blöde und das, deswegen braucht es da die Politik dafür halt mhm. 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 ja dem ist nichts hinzuzufügen ja. <laughs> ähm, neben Biorama das müssen, wir, das müssen wir ansprechen du hast jetzt gerade eine Buchreihe oder bist Herausgeber einer Buchreihe mhm. ähm, wo ich vorher geschaut haben inzwischen sechs Büchern Mhm. Die, da, die da drinnen sind. Bitte erzähl uns ein bisschen was zu dieser Buchreihe, was du damit vorhast. Unter anderem ist in dieser Buchreihe drinnen Das Leise Sterben vom, vom Grasberger. Mhm. Das Wissenschaftsbuch des Jahres 2020, glaube ich, geworden ist. Was war der Auslöser? Wie heißt diese Buchreihe generell? Die Buchreihe heißt Leben auf Sicht. Leben auf Sicht. Ja. Warum? Naja, wir wollten das Wort Nachhaltigkeit vermeiden. <lacht> Und. <lacht> 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 <laughs> ähm, Weil es einfach nichts mehr aussagt. Ja. Ja, ja. Na, und Leben aus Sicht ist mir eingefallen, mal, ich glaube, beim Autofahren. Was im Blick? Nein, nein aber, <laughs> aber genau darum geht es natürlich. Ja. Ich finde so, dieses Fahren auf Sicht, das ist irgendwie und diese Analogie des, äh, des, Le des Lebens auf Sicht und quasi so dessen das Reagieren, das Anpassen und das, das Ungewisse. Mhm. Das hat mich einfach, also das habe ich irgendwie plötzlich gehabt und das war dann irgendwie klar, das ist es. Und zum Glück war der Residenzverlag, in dem die Buchreihe erscheint, auch angetan davon. Erklär ganz kurz: Du bist Herausgeber dieser Buchreihe. Genau. Was ist dein Herausgeber? Bei, bei einer ja. Buchreihe geht es in dem Fall darum, dass ich Bücher entwickle oder Ideen habe und dafür passende Autorinnen oder Autoren suche und die dann dabei. Unterstütze, sowohl beim Schreiben, das mhm. ist quasi unabhängig oder abhängig vom, vom Autor und von der Autorin. Manche wollen da oder brauchen da mehr Hilfe, andere arbeiten extrem selbstständig, ähm, indem ich äh, quasi mitunter, wenn es um Fachthemen geht, auch der, der Verlegerin äh, Vorschläge mache, wer das Buch lektorieren soll, weil es mhm. da jemanden gibt, der quasi entsprechende Expertise hat und auch quasi ein sprachliches. Äh, Gefühl und eine große grammatikalische Sicherheit. Mhm. Und in dem, also zu der Rolle des Herausgebers gehört dann in dem Fall natürlich auch dazu, dass ich mich für diese Bücher einsetze und sie insofern unterstütze, als dass die Personen und ihre Publikationen eine entsprechende Öffentlichkeit kriegen. Mhm. Mhm. Ähm was hast du davon? Also, was war dein Auftrag, dass du das tust und was hast du jetzt quasi für dich davon, dass du da jetzt Herausgeber bist? Das ist ja sicher viel Arbeit. Ist Nein, es ist, nicht, es ist nicht viel Arbeit, aber ist es, nicht es, ist wahnsinnig, <laughs> es ist wahnsinnig spannend. <laughs> ähm, und ich bin, äh, also quasi, um als am einfachsten zu sagen, meine Aufgabe ist quasi zu schauen, dass ein bis zwei Bücher im Jahr erscheinen in dieser Buchreihe. Das soll, das soll weitergeführt werden. Genau. Mhm. Und das mhm. ist also, den, wir sind schon an den nächsten, glaube ich, für für 2022 wurde vor zwei Wochen der Vertrag unterschrieben mit einem Autor und ich, wir sind schon an Büchern für 2023 dran. Also das sind teilweise recht lange Vorlaufzeiten, weil es ein Buch zu schreiben mitunter ja auch einiges an Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Ähm, Kann ich mir vorstellen. Und äh, was habe ich sonst noch davon? Also ich bin, ähm, wenn ein Buch floppt, habe ich gar nichts davon, dann habe ich quasi Zeit versenkt und wenn ähm, ein Buch sich verkauft, dann gibt es quasi ein Taschengeld dafür. Also ich meine, das, das muss man deswegen so sagen, weil das, weil das sonst den, die Menschen ganz andere oder ganz falsche Erwartungen haben, was irgendwie Buchverkäufe bringen. Mhm. Also ich bin da erlös beteiligt an, an den Büchern, die in der Buchreihe, die ich verantworte, erscheinen zu einem geringen Ausmaß, aber durchaus branchenüblich, und das ist nicht viel Geld, was da hereinkommt. Aber es ist wahnsinnig spannend, einfach mit total interessierten, spannenden Leuten Themen zu entwickeln, oder, weiß ich nicht, jetzt Anfang des Jahres erscheint das Buch vom Urs Nickli, alles satt, auf das, also das, an, an dem haben wir drei Jahre ähm, gearbeitet unter Anführungszeichen. Das cool. meiste natürlich der Urs. Ja. Urs Nigli kennt man in der Nachhaltigkeits. Ja, äh, ja der, der, mm. der Urs ist. Also Urs Nigli ist quasi so der Gründer und, und quasi so, ich gehe mit diesem Terminus sehr sorgfältig und nicht inflationär um, aber der, der Urs ist ein Bioguru mhm. und äh, der hat, also nämlich weltweit, ja, also der ist wirklich eine Instanz und. Hat das, das Fiebel begründet, glaube ich. Genau. und ist, Das Forschungsinstitut ja, für genau, biologischen Landbau. Genau, in der mhm. Schweiz und hat, hat weltweit Bio über Jahrzehnte geprägt, definiert, entwickelt und quasi auf Forschungsbeine gestellt und. In dem Buch, das eben Anfang 2021 rauskommt, das vom Urs, da gibt es ein Vorwort von Werner Lampert. Im, Im Mai erscheint ein Buch von der Christine Sonnwiller, auf das ich mich sehr freue, über Wildkatzen. Das heißt, Europas kleine Tiger, die Rückkehr der europäischen Wildkatze, glaube ich, heißt es. Das ist jetzt den Untertitel, kann ich da auswendig. Das wird sehr, sehr toll. Ähm, das freue ich mich auch. Und die anderen sind noch nicht spruchreich. Und wie schaffst du es? Das heißt, das sind ja Menschen mit einem Gewicht in ihren Bereichen. Ja, der, 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 der Grasberger, glaube ich, mit dem, mit dem Buch „Das leise Sterben“. Die sind ja alles äh, erstens mal sehr, sehr beschäftigte Menschen und sehr, sehr in ihren Bereichen sehr, sehr bekannte, fast schon berühmte Persönlichkeit. Wie kommst du an die ran? Also bist du selber berühmt? <laughs> Na, nein. <laughs> nein, nein. Ich meine außerdem, was, was heißt schon berühmt? Du hast ja selber gerade erklären ja. müssen, was. Der Urs Nikli ist halt in, einem, in, einem, in einer, in einer kleinen Wahrnehmungswelt, ist er eine Ikone fast. Ja. Mhm, ja. Aber darüber hinaus kennt ihn trotzdem niemand. Ja. Und dass er jetzt einer der Berater für Welternährung der WHO ist, das ist darum, kriegt er keine Käsesempel beim Bilder, ja Also, das, ist, das weiß man ja nicht. Ja. Und das sind ja alles Leute, denen ihre Themen ein Anliegen sind. Man muss einfach mit ihnen reden. Den Urs habe ich vor vielen Jahren. Äh, kontaktiert und habe hab ihm gesagt, hey, so, du, du hast ein total forderndes, spannendes Leben beruflich äh, schon hinter dir und noch ein paar berufliche Jahre vor dir. Ähm, und ich bin sicher davon, dass du mindestens zwei Bücher im Kopf hast. Lass uns drüber reden, entwickeln wir das. Und so ist das Buch zustande gekommen. Wie gesagt, also, drei Jahre Vorlauf. Mhm. Hast du ihn vorher da schon kannt? Ich habe ihn vorher gekannt von, nicht gut, aber von ja. Veranstaltungen und von der Biofach und von ein paar Messen. Biofach ist eine Messe. Ja, die ah. weltgrößte Biomesse in Nürnberg. Nürnberg. Nürnberg, jedes Jahr, ja. Okay, also, bro, einfach drauf zugangen und dann die Leute anfangen. Äh, du, will hm? Ja. Weil durchs Reden kommen die Leute zusammen, gell? Ja. Was denn? Ich stehe jetzt gerade auf der Leitung jetzt Durchs Reden kommen die Leute zusammen? Du mhm. stehst auf der Leitung, nicht jetzt? <laughs> ich nicht. Ja, also ich meine, das ja stimmt, du hast eh, dir recht, aber du hast es kapiert. <laughs> <Ja>. Das <laughs> passt schon. Ich glaube, mir ist mein Hirn eingefroren. Gott, uh, wo, was hast du denn Erklär Erklär's mal kurz. Nein, wie ist er zum Ost nie gemacht? Okay, wir können ja schneiden, aber das, das ich darf man nicht. Ja, nicht. nicht. Ich muss jetzt einmal aufs Klo und ja? schauen, wie spät es ist. Ja, ich drücke da mal kurz auf Pause. Warte, ich muss schauen, dass ich auf Pause drücke und nicht auf löschen. <laughs> Bitteschön. So oh, Dankeschön, ich krieg jetzt ja. einen Schnaps, damit ich, ich die Goschen halt. Genau. Danke. Ich bin Autofahrer. Und du kriegst und nur einen, bleib einen, an einen, einen Film. Was krieg ich? Ein Film. Damit du deine Lippen benetzen kannst. Einen Film. Ja. Warte mal. Oh, bei mir oh. das. Was hast du gesagt? Apfelschnaps aus dem Montafon? Genau. Großartig. Aus dem Montafon von Martin Mangang. Mhm. Mangeng Genau. Cool. Geiler Name. Was? Van Danz. <laughs> Wenn ich das Van Danz. The Main Gang, The van Sehr cool. Brust. Oh, Prost. Prost. Hey. Danke so vielmals. Danke. Danke. Ich benetze meine Lippen, mir ja, geht nicht. Mm. Mm. Also ich bin ja nicht so der Schnaps-Typ, aber das ist geil. Mm. Sehr gut. Dankeschön. Mm. Mm. Das ist ein richtiges Genussmittel. Nur <laughs> ja, ein <nee>. Frostschutzmittel, ne? <laughs> Der darf auch funktionieren, aber ich finde ihn echt sehr gut. Mhm. Mm. Ja, man füllt dir ja das Frostschutzmittel eh wo ein und lernt nicht darüber. Naja, wir müssen sowieso noch an, an, früh, irgendwann mal Erfolge über das Schnaps brennen oder über das Brennen generell. Ja. Äh, ich glaube, da gibt es sicher auch spannende, spannende Hintergründe. Da könnte ich mal extra ja, einbringen. Ja. Da kann ich euch jemanden empfehlen, das sage ich dann auch. Mhm. Wenn, man, wenn man nicht mehr online sagt. Genau. Das, ist jetzt live, das sollen dann nicht alle zwei Millionen Menschen hören, die uns also regelmäßig wie? hören. Ja dann, was denn? Na, Abschlussfrage. die, die Abschlussfragen. Ja, ich glaube, wir sind jetzt, haben jetzt ganz gut rausgefunden, wer du. Wer du bist, wie, wie ja, wie, wie ein Journalist ein bisschen denkt oder wie er an die Sachen herangeht, das war, glaube ich, auch das Ziel ein bisschen von, von der, von der heutigen Folge. Und wir haben jetzt immer zwei fiese Abschlussfragen. Mhm. Die sind äh, super. Die sind eh nicht fies, die sind super. Ja, genau, sagst du richtig. Ähm, möchtest du beginnen mit, ja. bitte. <laughs> Danke. Ähm, wenn du könntest, was würdest du an dieser Lebensmittelwertschöpfungskette, die wir haben, ändern? Utopia. Alles das nicht. <lacht> <lacht> na, das wäre auch, wär auch zu banal. Jetzt muss ich aber kurz nachdenken. Ja? Lass du jetzt auf Pause drucken. Oder? Ah, na, oh, das okay. passt schon. Denk mal laut nach. Das ist schon okay. <laughs> ähm, auf die Gefahr hin, dass ich Blödsinn rede, aber was soll's. Na, was würde ich ändern? Was dir am wichtigsten ist? Ich glaube, dass tatsächlich das Förderwesen, was Landwirtschaft angeht, komplett umgestellt gehört oder gehörte. Das glaube ich nicht, dass das passieren würde. Aber wir haben ja da quasi utopische genau. ähm, eine utopische Frage bewusst gestellt bekommen. Deswegen denke ich, dass ich da ansetzen würde und äh, das wie, wie? was würdest du da ändern? Das ist eine gute Frage. Also, ich würde es ich würd tatsächlich, glaube ich, koppeln an wirklich nur gesellschaftliche Mehrdienstleistungen und an äh, Familienbetriebe. Gesellschaftliche an Mehrdienstleistungen sind? Ökologische Leistungen zum Beispiel. Also von, von Biodiversitätserhalt oder fördernde Maßnahmen über bewusste Kleinstrukturiertheit. Also alles, alle Dinge, die es jetzt teilweise gibt in, in den ÖPOL-Programmen und so. Aber das einfach massiv forcieren und, und ausrollen. Mhm. Ähm, was ich mich tatsächlich oder was ich mir tatsächlich schon lang mal vorgenommen hatte, womit ich mich gern beschäftigen würde, wäre, äh, wofür mir ehrlicherweise die Zeit fehlt, ähm, ist. Ich würde mich sehr gern mal damit beschäftigen, wie nach dem Brexit das die Briten jetzt verändern, weil das ja. Ich, ich, ich fürchte, sie werden das so wie viele nicht zum Guten wenden, aber in Wahrheit wäre das ja quasi sowas wie eine Stunde Null. Also die könnten ja die Förderungen, mit eigenem ja. noch hm. mal anfangen, ja. Hm. Also ich, ich glaube nicht, dass es, ich befürchte fast, dass sie das noch verschlimmern und verschlechtern werden, so wie meine Einschätzung der, der britischen Regierungspolitik. Aus der Ferne ähm, ist, aber das würde mich eigentlich interessieren, mich damit mal zu beschäftigen. Also darüber können wir gerne mal sprechen, weil ich hatte eine agrarpolitische, äh, agrarpolitische, agrarjournalistische Reise in, äh, ins Vereinigte Königreich geplant im April, die mhm. Corona-bedingt abgesagt wurde, wo es genau darum ging, einfach mhm. zu hinterfragen, wie man das neu aufstellen kann, nämlich bei den Bäuerinnen und Bauern zu fragen, mhm. was sie am klügsten finden, fänden. Mhm. Mhm. Aber bei dir sind es die Förderungen, wo du wirklich ansetzen würdest, äh, 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 umzustellen. Ja, schon. Ja. Mhm, mhm. Gut, äh, die letzte Frage und die, die kulinarische Frage ist: äh, Wenn ich jetzt da aufstehen würde, an dir vorbei ins Haus laufen, ja? mhm. in die Küche rein und den Kühlschrank aufreißen, was würde ich dann dort finden? Haha, <laughs> <laughs> ja. lass mich überlegen. Bier? Nimmer. Um, der Kühlschrank ist knackevoll momentan. Oh. Um, du würdest finden ziemlich viel Käse. Der Nächste mit viel Käse? Mhm. Ja, um, ziemlich viel Käse. Um, auch teilweise aus Vorarlberg, teilweise aus dem Allgäu. Um, du würdest finden relativ viele scharfe Soßen. Okay. Um, Du würdest finden Joghurt. Und zwar. Ähm, Joghurt. Ja, Joghurt. Plural. Ja. Und zwar von, echt ein ganz, meine Lieblingsjoghurt. Ähm, vom Georg Mark Steiner in Allensteig im Waldviertel. Der macht einfach fantastische Joghurt. Ein, ein Bio-Pionierbetrieb. Und ja, natürlich Joghurt. Du würdest finden. Milch, und zwar auch von dem Betrieb, eine, eine ich glaube, es ist eine Rohmilch, ich weiß es jetzt gar nicht. Oder eine, eine, du fährst ins Waldviertel für die Milch? Nein, ich fahre nicht ins Waldviertel für, für die Milch, aber die haben mir tatsächlich meine Eltern mitgebracht. Okay, ja. Das wäre ziemlich wahnsinnig für, mhm. für Milch ins Waldviertel fahren von da. <laughs> Fiese Frage. Nein, nein. Ähm, ja, boah, wegen. Und du würdest finden, eine, eine Biomilch aus dem Supermarkt und du würdest finden, einen Soja-Drink aus dem Supermarkt, weil ich tatsächlich mir jetzt begonnen habe, die, die Milch ins Müsli zu strecken. Das die Milch zu strecken? Ja, ver verliert nichts in der Früh. Nein, ich, ich esse teilweise so viel oder wir essen so viel Käse, dass ich versuche einfach sonst nicht so viel Milchprodukte <laughs> zu mir zu nehmen. Du würdest finden einen offenen Sauerrahm, weil meine Frau Sauerrahm liebt. Du würdest finden diverse Öle und ein was ist noch drinnen? Eier. Hast du Gemüse auch? Ja, aber nicht im Kühlschrank, das lagern wir im Keller. Ah. Also das Gemüse ist alles im Keller. Hm. Kaufst du für Regional ein? Da in, oder direkt direkt ja, Bauer? Also es gibt da ganz in der Nähe vom vom Pupeni Check den Bioladen. Hm. Und das ist eigentlich immer für den Wocheneinkauf die erste Adresse. Und was dort nicht gibt, wird halt dann meistens im Supermarkt ergänzt. Hm. Aber also, du, du mischt einfach verschiedene, verschiedene Quellen. Ja, da genau. Also, auch, da, auch das, was er, im, was er da im, im Bioladen hat, ist nicht ausschließlich von ihm. Das ist auch von einigen anderen ähm, Biobetrieben, die er mitvermarktet. Ja, du würdest, du würdest äh, vor allem sehr viel, also wahrscheinlich 80, 90, wahrscheinlich 90 Prozent Bioprodukte finden. Ähm, das ist mir tatsächlich bei den Sachen, die ich selber kaufe, ein ganz großes Anliegen. Weil die gesünder sind, oder? Na... No. Hä, hey, Suggestivfragen sind Arsch, Wilhelm. Nein, das war keine Suggestivfrage. Das, war <laughs> ah, das, ist, das klingt wie, wie von einer Internatsleiterin. Suggestivfragen sind Arsch, Wilhelm. <laughs> aber die würde sich gewählt ausdrücken, aber... Aber ähm, Ja, sie, wird, sie ist ein bisschen der Wolf im Schafsbild. Ja, so, so also viel. Das, die, die, die Gesundheit ist man dafür nur langfristig, ehrlicherweise, wenn so um ein Bio geht, ein Anliegen, wobei ich davon überzeugt bin, dass wenn man sich äh, gesund ernährt, dass dann Bio noch gesünder ist, weil es halt langfristig einfach fürs Grundwasser und für alles besser ist. Mhm, ja. Aber eigentlich, eigentlich vor allem, weil ich äh, Bio für, die, für die, den richtigen Weg halt und weil ich äh, quasi bei tierischen Produkten sowieso finde, dass Bio eigentlich das Mindeste ist. Also das, sind selbst das ist selbst das, was die, die EU-Bio-Verordnung möglich lässt, ist teilweise für mich meiner Einschätzung nach noch an der Grenze zur Tierquälerei auf. Deswegen bin ich sehr froh, dass es genug ähm, Biobauern äh, gibt, die ich teilweise kenne. Also wir haben da gleich im. Zwei Ortschaften weiter, den, den Biohof Habich, der hat das Weidebeef, fantastisches Rindfleisch und, ja. ähm, und Wühlschwein. Wühlschwein. Genau, du, du würdest Bradelfetten finden. Mhm. <laughs> ähm, wir, wir, essen, wir essen wahnsinnig wenig Fleisch, also wirklich, ich glaube, wir kommen, ich habe hab mir das vor ein paar Monaten mal angeschaut, ich glaube, wir kommen auf weniger als 250 Gramm in der Woche. Aber wenn man sich dann zum Beispiel mal einen, einen Schweinsbraten macht, den ich glaube ich vor einem Monat gemacht habe, am Sonntag mal, eben vom, vom Habich-Wühlschwein, ähm, da haben wir halt immer noch Schmalz und Bratelfetten. Und, und wenn wir dann aus dem äh, neuen Kochbuch von der Katharina Seiser immer wieder vegan kochen, dann kommt trotzdem hin und wieder Bratelfetten. Okay. Katharina hat jetzt die Antwort. Nein, nein, die, die versteht das, ja. Das es geht, ist ja, es gut, geht ja, Also ich, 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 ich hege ja, wirklich große Sympathien für, für alles, was vegan ist. Und ich halte das für einen, für eine löbliche Konsequenz. Es ist nur nicht mein Weg. Und nachdem ich der Überzeugung bin, dass, ähm, dass es vertretbar ist, Tiere, wenn man sie gut und richtig behandelt, auch zu nutzen, habe ich kein Problem damit, auch äh, Tiere zu essen. Und gleichzeitig glaube ich, dass zu den vorhin beschriebenen Kreisläufen der Nachhaltigkeit auch Tierhaltung dazu gehört, ähm, aber das wäre jetzt ein anderes großes Kapitel, das wir da aufmachen könnten. <laughs> ja, das absolut. möchte ich uns ja <laughs> Ich habe nur noch eine, eine kurze Dazufrage. weil du B. ja, weil du sagst, ähm, ganz viel Milchprodukte und viel Bio. Ähm, wenn du dich entscheiden kannst ähm, von zwischen einer konventionellen Milch, die im Nachbarort produziert wurde, und einer Biomilch aus Vorarlberg, was kaufst du? Ja, die Biomilch aus Vorarlberg. Wirklich? Ja, fix. Weil? Weil ähm, aus der, Bio äh, von der die, also die konventionelle äh, Milch aus dem Nachbarort mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf Basis von Kraftfutter aus Südamerika produziert wurde. Und diese, dieses reine Beharren auf Regionalität für mich eine total inkonsequenter eine, eine, ein, ein Selbstbetrug ist. Also für mich ist, wir, wir sind da im, im Machfeld. ja. Das ist, gilt so als diese ehemals die Kornkammer, jetzt ist es halt so das, der Gemüsegarten vor den Toren Wiens. Mhm. Und ich könnte mich da einen Großteil des Jahres ähm, regional ernähren, wenn man quasi so halbwegs sinnvolle Vorratshaltung betreibt. Ähm, und Regionalität allein ist mir zu wenig. Und wenn ich mal anschaue, dass die Erntehelfer, die, die diese Regionalität ermöglichen, unter wüstesten Bedingungen teilweise äh, leben. Und dann quasi, um ein regionales Produkt, das vorgeblich regional ist, zu erzeugen, halt die Erntehelfer importiert werden. Das dann ist, ist das aber bei mich... Bio schon auch so, gell? Ich sage nicht, dass das nicht so ist, aber dieses dieses Beharren auf Regionalität ist im Zweifel besser als Bio. Nur weil es aus der Nähe ist, das ist für mich total undurchdacht. Mhm. Also ich habe die da ich glaube, Christian Hies heißt er von der Regionalwert AG. Man kann dieses Beispiel googeln. Hat ein wunderbares Beispiel durchexerziert, wo ich glaube, es war im Allgäu oder in Hessen. Ich weiß nicht, meine Kohlrabi aus Hessen, ähm, die als regionale Kohlrabi aus Hessen vermarktet wird, war, wo das Saatgut war aus den Niederlanden. Das ist auf, aus, auf Kokosvlies angewachsen. Äh, der, der Dünger war, glaube ich, aus den USA. Also tatsächlich war aus, und die Erntehelfer waren natürlich auch nicht aus dem Bundesland, tatsächlich war außerdem Wasser nichts aus Hessen. Hm. Und also für mich ist, ich verstehe total das Bedürfnis der Menschen nach, nach Regionalität und vor allem nach einfachen Antworten in einer komplexen Welt, aber für mich ist äh, Regionalität als Antwort zu wenig auf die komplexe Realität. Deswegen ist für mich im Zweifel Bio, was nicht heißt, dass ich es nicht versuche, wann immer möglich zu kombinieren. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, es gibt tatsächlich im Nachbarort einen Biobauern, ähm, der ähm, allerdings der Einzige ist, glaube ich, im Bezirk, der Milch produziert. Und deswegen wird seine Milch in die konventionelle Milch geschüttet, mhm. ähm, weil es einfach total absurd wäre. Ähm, die Eigens zu verarbeiten. Naja, da ist eigenen nicht eigenen möglich, Sammel eine Kreislauf eigene Molkerei aufzuziehen. Geht nicht. Aber ja, also im Zweifel Bio. Aber das heißt nicht, also ich, ich habe keinerlei romantische Verklärung für Bio. Für mich ist das ein Regelwerk und das ist äh, permanent in Bewegung und bei Tierhaltung ist es für mich die Untergrenze dessen, was eigentlich sinnvoll ist. Hm. Ich sehe schon, wir werden einmal ein Schwerpunkt-Thema-Podcast auch zum Thema Bio und Regionalität und zu diesem Thema. Was du jetzt gerade angesprochen hast, machen. Das wollte ich gerade ansprechen, wenn ich nicht im Rauchersteht. Ja, ja, ich ich kann es jetzt nur zum Abschluss noch sagen. Also die die beiden sprechenden Personen, speziell Thomas, hast jetzt echt geschafft, trotz voller Einrauchung seitens des langsam ausgehenden Lagerfeuers trotzdem irgendwie nicht so zu wirken, als würdest du in einer Rauchschwade sitzen. Das ist beeindruckend. Na, aber ich glaube, das waren jetzt wahrscheinlich vier. Packungen Zigaretten, die da die man da jetzt ohne Filter Intus haben ja, wir und das, du hast schon leicht rauchige Stimme. Und deswegen. Ich sehe, auch nichts mehr, aber es ist voll schön. Ich liebe Lagerfeuer. Ja, also, das war heute unser, unser erster, erster winterlicher Lagerfeuer, Feuerschalen-Podcast. Können ähm, wir das immer so machen? Das wäre toll. Naja, normalerweise hätte ich euch schon reingeboten. Ihr könnt auch gern jederzeit aufs Klo reingehen. Wir oh, können auch noch im Kühlschrank <laughs> schauen. Aber, aber prinzipiell nehme ich den Corona-Charse schon relativ ernst. Ja. Deswegen sitzen wir auch relativ weit auseinander. Genau. Ist ja bald vorbei, hoffentlich. Also, wir werden sehen, ja. Schauen wir mal. Ähm, also, aber ich finde Feuerschale super. Feuerschale ist super, genau. Ja, jetzt äh, ist der Rauch recht wild, ich sehe euch fast nichts mehr. Ja. Fast nimmer. Du sollst uns sehen, Herrn. Ähm, Thomas, vielen, vielen Dank äh, für, für deine Zeit. Ähm, ja, danke fürs Kommen. Ja, Danke für die Einladung. Bianca, ich danke. Da ja. Immer. Und äh, ja, äh, bis irgendwann. Ja. Wird sicher irgendwann. Ja, kommt <laughs> danke. gut heim nachher. <laughs> ja, servus. servus. Ciao, Servus. Ciao. Ciao.